Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit Enshrouded. Noreax, Romatra und ich. Romatra ist umgeskillt. Er ist jetzt Bogenschütze. Ich bin ultra starker Magier und Heiler. Noreax ist so ein bisschen Tank und Krieger und springt rein. Das Game ist unfassbar geil. Das Skillbaumsystem ist geil. Es ist krass. Das ist so ein Survival-Game, so habe ich noch nie gezockt. Ultra hooked gestern 8 Stunden. Jetzt geht schon wieder die zweite Folge los, obwohl wir schon 3 Stunden gezockt haben. Wir machen jetzt hier Refugium der Flamme. Kriegen wir Funken. Dann Elixierbrunnen, dann kriegen wir einen Fähigkeitspunkt mehr. Und dann machen wir noch das nächste Refugium der Flamme. Wir könnten jetzt sehr starke Gegner kommen. Wir sind nur Level 9 und 10, aber unsere Gegner sind teilweise Level 15. Aber wir sind alle Level 10, cool. Das ist der Plan. Nein! Oh, oh nein, Max! Aber... Du bist ein Bastard, Max. Du lebst noch, ne? Nein, Worte können ich, Worte könnte ich beschreiben, was für ein... Also das ist krank, Max. Das ist wirklich da sind wir doch schon mal runtergesprungen. Nee, ich glaube, wir sind hier noch nie runtergesprungen. Aber warte mal, wir haben noch nicht gelootet. Haben wir Inventory verloren? Nee, ich habe alles nicht mit. Alles gut eigentlich. Deins ist hier gelandet? Ich habe alles aufgesammelt. Da war einfach nur ein Bernstein drin in den Dingern. Irgendwer von euch hat einfach 50 Bernsteine. 18 Bernstein, das bin ich. Scheiße. Upsi. Okay, zweiter Versuch. Aber wir können es schaffen eigentlich, ne? Ja, wir können es eigentlich schaffen. Wir können ja hier nochmal landen. Erstmal hier drauf. Ja, ja, und dann von hier. Der Wichser ist runtergefallen. Wer? Der scheiß Zauberer ist, der ist unfähig. Ja, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier, ich kann nicht weg. Ich kann hier nicht weg. Mann, der Zauberer kann nicht so gut fliegen. Oh. Digga, oh mein Gott, ich dachte gerade, ich bin alleine, Alter. Ich auf einmal keine Rede mehr, hab ich außerdem gemütet. Ich mach richtig gut Schaden. Ich bin pissed. Du hast dich aber irgendwie noch ganz schön. Komm mal her, Norex, ich zeig dir mal, wie viel Schaden. Komm mal her. Ja, okay. Ich bin da rüber geflogen. Naja, ich mach mal, lass mich mal oh, einen machen. Ja, okay. Ich hab jetzt meinen schon getötet. Ja, guck, einschlag war das. Aber nur ein Crit, manchmal ich kann Crit. Achso, ja, stimmt. Oh mein Gott, ich bin so ein Opfer, Digga, ich hasse mich. Ich bin auch tot. Das ist krank, Norex. Oh, Norex. Ich bin one-shotted worden. One-shotted. Ein scheiß Skelett tötet uns alle, das geht nicht! Das ist verrückt. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, Digga, ja, komm, auf geht's wieder dahin. Los. Also sorry, ich hab gedacht, dass Noreax besser tanken kann. Digga, was, ich hab noch keine neue Rüstung. Mann! Das kann doch nicht die beste Route sein! Du wolltest die Route gehen! Du wolltest diese Route gehen! Ich will da hin! Du bist der scheiß Navigator! Nein, wann bin ich zum Navigator geworden, du Wichser? Ja, wieder so ein scheiß TomTom-Navi, was so richtig alt ist und die keine Updates bekommen von Opa, Digga. Ah, ich hab irgendwie mehr erwartet. Du hast ja gar nichts gemacht gerade. Ich hab den alleine getötet. Digga, Wieland, magst du auch mal, was Wieland ist? Ich bin hier hinter der Scheiße. Mann, was machst du denn da unten? Du bist so ein Lappen. Ich habe aber was Neues freigeschaltet. Was denn? Niemals werden mir 300 Pfeile reichen für eine Expedition. Ich würde, wir werden direkt die Pfeile ausgehen. Ich habe halt 9 Skillpunkt. Was hast du? 9 Skillpunkt. Oder was machst du da? Ich? Nein, Max, der steht auf irgendeiner Insel mitten umrundet von Instant Death. Und die Zeit läuft doch ab, hinten, ne? Hier hinten bin ich sicher. Okay, wollen wir zum Elixierbrunnen. Norex will auch mit zum Elixierbrunnen. Hier ist eine Schlucht zwischen uns. Nee, wir können nicht einfach Max im Stich lassen und du weißt ganz genau warum. Wir können nicht mit Max troopen. Es geht nicht. Wieso ist jetzt so dumm, hier rüber zu fliegen? Romatra, du bist ein scheiß Navigator. Ich finde Romatra, ich finde alles, was Revi gerade gesagt hat, stimmt nicht. Ja, du bist echt die Fahne im Wind, Norex. Nee, nein, Rita, du bist echt so cool. Ich weiß nicht, warum ich dich so cool finde auf einmal. Das hat so Bock gemacht. So privat mit Wieland zu chillen hat mir einfach den Rest gegeben. Komm schon, hier hoch. Ja, ich hab's. Du bist das fallende Puzzlestück. Jetzt helfen, jetzt einmal umdrehen. Umdrehen, bitte. Das muss schneller gehen. Ja, Max, lass mich machen. Level 15, nee, ich bin raus. Ich bin one-hit, du bist unser Tank, du bist unser Tank. Ich werd one-hit, Bro, von diesen Dingern, weil die 5 Level über uns sind. Er callt nicht, er nimmt ist ein Gegner, er sagt kein Wort. Seitdem seit, du Bogenschütze bist, Romatra, ist alles im Arsch. Seit du Bogen hast, wir stinken so ab, Alter. Das ist aber krass, die Nuss, dass du in Wirklichkeit bist, Norex. Jetzt sieht man erstmal, was ich hier er one-hit mich, ich kann nichts tun. Also jetzt sieht man ja erst, was ich für eine Arbeit Wenn wir groupen und zusammenspielen, dann sind wir stärker.
Noreax, du kriegst die erste Kupferrüstung, damit du jetzt endlich mal was tanken kannst als Tank. Wir spielen jetzt 12 Stunden Enshrouded. Du sollst Tank sein und bist immer One-Shot von allem. Ja, weil ihr immer alles mir wegnehmt, Digga. Ich leg alles in die Kiste und dann baust du dir auch Sachen, deine scheiß Lederrüstung, du Opfer. Wie sind sie so krank hier, die Mobs? So, Noreax, jetzt einmal irgendwas tanken, dein ganzen Leben als Tank. Oh mein Gott, nein, nein, nein! So ein Scheiß-Tank, der ist einfach in die Lava gesprungen, ohne irgendwas. Das fass ich nicht. Oh shit. Ah, hier ist so ein Dementor-Scheiß-Wichser, ein Riesen-Endgegner. Wo man nicht ausweichen kann, ne? Also, ich kann die nicht gegen die machen, tatsächlich. Irgendwie war Nahkampf doch geiler. Ich meine, ja. Ich rage quitte für heute. Ja, Fitler geschafft, oder was? Meine Erdbeeren. Digga, ich hab nur eine Erdbeere dabei. Jetzt tank einmal in deinem Leben, okay? Ja, ich heb mich jetzt, aber wir sind halt in einem Biom, wo Level 15 Bosse sind. Ja, aber eigentlich schaffen wir es. Wenn wir alle zusammen spielen, schaffen wir es. Ja, aber Romatra ist jetzt klar um Bogen. Oh, der ist da schon. Ja, lauf, muss das dodgen. Ich kann gegen ihn nichts tun. So ist gut, mach weiter. Ich tanke, Digga, bitte, komm. Ich bin so mein, dass man nicht. Nice. Müde. War doch super. Dankeschön. Das war gut, du hast zum allerersten Mal abgelenkt. Ja. Die ganze Zeit ab, weißt du, ein? Aber halt nur vom Spielgeschehen. Oh mein Gott. Nice, guck mal, jetzt kommen wir voran. Ohne WLAN, merkst du gerade? Jetzt müssen wir hier rüberkommen. Ja, ich schaff das. Bin tot. Okay, wir sind drüben. Wo bist du hier? Kannst du das nochmal markieren schnell? Ich kann nur für Elixierbrunnen. Scheiß auf das Refugium. Wir gehen zum Elixierbrunnen. Romatra, komm jetzt mal. Lebensmittelvergiftung, scheiße. In echt oder? In echt? Nee. Nein. Ich sag, ich könnte. Ich glaube, Lebensmittelvergiftung. Ich hatte noch nie eine, aber ich glaube, ich könnte eine tanken. Ich hatte schon so oft welche. Ehrlich? Ja. Warum? Wo frisst du denn? Nee, aber ich weiß auch nicht, ob Lorax schon einmal einen Boss irgendwie die Akro gehalten hat oder so. Ganz kurz, Wieland. Ich habe hier gerade einen Call, einen Anruf und der meinte, du sollst die Fresse halten. Nee, Mann, guck mal, das Ding ist, ich bin ein Flinker, ich hab Gutes, ich bin ein kleiner flinker Hase, ich hoppel so hin und her und dann verlieren die immer Aggro, aber ich muss mir das abgewöhnen. Mach ich noch nie so enttäuscht gesehen. Warum bist du, hallo, Max? Hast du den Metz für mich so in der Hand gerade? Ich hol mir die gleich. Wenn ich noch einmal daube, hole ich mir diese. Das ist so eine, das ist wirklich mittlerweile, die ist so 8 Tage offen, weil ich es nicht schaffe, die auszutrinken, weil die wie Pappe schmeckt. Die ist so richtig alt und ohne Kohlensäure. Und das ist so eine 1,5 Liter Scheiße. Die stinkt auch. Die stinkt richtig. Ja. Und die hole ich mir. Die hole ich mir und trink die. Digga, ich check nicht mal mehr. Ich brauche mal ein neues Schild, glaube ich. Weil die schlagen durch mein Schild mittlerweile durch bei den hohen Leveln hier. Leute, ich muss Noreax in Schutz nehmen. Der ist 14 Jahre alt und hat noch nie PvE in irgendeinem Survival-Game gespielt. Digga, es liegt nicht an mir. Ich brauche heute Items. Ich spiele hier mit Level 8 Rüstung, Alter. Welche und Items brauchst 15. du denn? Ich brauche dieses neue geile Schild und ich brauche diese Kupferrüstung. Dann bin ich der chilligste ja, genau Typ. Ja, aber keiner von uns kann bisher eine Kupferrüstung haben. Okay. Das war Damage, Romatran, sauber. Ich mache gut Damage. Aber ich kann es ja nicht mehr tanken und das Dein Movement ist halt auch noch Arsch. Du musst dich erst dran gewöhnen, ne? Ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass uns das Genick bricht, dass ich nicht tanken kann. Oh, das hier oben, Leute. Hier oben müssen wir lang. Hier oben. Sicher? Ja, ja, sicher. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe nur Krieger gelevelt und nicht Tank. Nein, du laberst. Das würde zu Konsequenzen führen. Hä? Hey, Romatra! Ja, ich komm wieder zurück, aber wir müssen, glaube ich, wirklich hier unten rein, oder? Was ist das hier? Rohats TikTok-Base oder was? Verstehe ich nicht. Die Opium-Base meinst du? Ja, ja. Warst du schon beim Opium-Headquarter, Max? Was gibt's da? Ja, das ja aber halt das will ich da unten rein, wir müssen. Ah, nee, doch nicht. 130 wäre noch in die Richtung. Das ist ja unsicher, wie lang zu klettern über diese scheiß Pilze. Oh mein Gott. Miasma, Miasma. Hast du einen Sprung in der Scheibe? Miasma, Miasma, Miasma. Hast du Doppelsprung auf WLAN-Welte?
Ja. Da. Oh mein Gott, hast du gesehen? Ja, mega, Alter. Du hast ja echt hier gerade abgerissen. Was ein Entrance. Ja, okay, wir müssen oben rein, ne? Wieder, mal wieder. Echt nicht genug Pfeile für die Scheiße, leider. Oh mein Gott. Pfeile könnten mich brechen, wenn ich Bogenschütze spiele. Oh mein Gott, das sind so Turbo-Bogenschützen hier. Gut. Mann, noch der hat. Ihr könnt ihr euer Miasma resetten. Irgendjemand macht, wenn du krittest, Sumatra, ist brutal bei dir. Ich mach 200er. Ich mach 200er Crit, Alter. Und ich hab auch manchmal so einen Doppelangriff, da mach ich einen Anschuss 400 Damage. Das stellt mich. Aber ich hab jetzt auch gerade gut Damage gemacht, ne? Ja. Es gibt immer einen in der Gruppe, der halt dann die Gruppe zurückhält. Okay, von wem reden die Jungs? Hallo? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Vielleicht hier so rein? Als Rote? Nee, ich hab wirklich keine Ahnung, wo der Meersmann hier gerade aus. Hier unten oder hier runter? Hier runter. Hier ist es. Das ist ein Elixier, Bro, wenn wir den kaputt machen. Das what the fuck, ich hab 1000 Schaden kassiert. Ja. Du bist Level 11, Romatra, du levelst, gut. Ja, ich mach jetzt auch wieder, ich mach jetzt auch Damage. Ja, ich glaube, ich muss die echt anzielen mit Rechtsklick, aber das ist ein bisschen stressig zu spielen dann. Das ist dann nicht so entspannt. Ich bin erst Level 9, oder? Nee, du bist Level 10. Nein, du bist Level 10. Oh mein Gott, bin tot. Nein, du schaffst es. Ich auch. Ich bin aber die Ja, Einzige. Alter. Oh Gott, bitte mach mal. Oh mein Gott, ist der jetzt wieder down. Hab ihn. Junge, wir räumen hier gut auf. Das ist echt stärker. Hab meinen Monitor wieder angemacht. Oder wir spielen alle Range. Ja, aber dann ist, wenn diese kleinen Biester kommen, so auf Muscle, wir brauchen einen, der Massendamage macht. Da hinten ist die Pflanze, die wir töten müssen. Ja, dorthin da. Rechts oder links rum? Oh shit, ich brauch Hilfe. Da wird drüber gesprungen. Oh, die sind so stark, Romas, da bist du auch mit Bogen so richtig. Oh Mann, ich bin so voll gerusht, hab ich voll allein gelassen. Der beschissenste Tank Deutschlands, glaube ich. Oh, jetzt mal Hilfe. Hammer. Wir brauchen Novax nicht. Da ist ein starker Gegner. Ich brauch Pfeile auf jeden Fall. Wenn ihr Pfeile, ich verschieß die echt wie nix. Guck mal, hat nichts. Scheiße, ich hab schon echt. Novax, ich bin wieder neu mit Novax. Ich muss wieder abwehren. Die sind ganz jetzt die gefährlichsten, diese Käfer gegen mich. So, jetzt hier so eine Flatterfrau, ne? Die müssen wir auch noch töten. Warte mal, welchen Wieland? Wie viel Range hast du als Vogel? Genug, um die Flatterfrau zu töten. Echt? Von hier triffst du? Ja. Okay, das ist krass. Du musst halt viel dichter ran. Dann bist du wirklich Range. Okay. Alter, konterst du die? Ja. Die, ich spiel auch Bogenschütze. Die konter ich echt weg, Alter. Also die Flatterfrau ist dead. Wie viel Range? Du hast viel mehr Range als ich. Ja, dafür habe ich halt gleich keine Pfeile mehr. Also das hat alles seinen Drawback, ne? Ja, okay. Gun is forever. Oh, hinter uns, Jungs, bitte. Ich hab direkt einen Schlag, ich bin direkt 1 HP. Ein Schlag, ich bin tot. Jo, er hat Max One-Hit. One Shot, 335er Crit habe ich kassiert in meinen Kopf. Oh, Sam. Hab ihn. Doch, ich finde Bogen ganz geil, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden. Ja, ich finde halt, wäre geil, wenn wir nicht immer one-hitted werden von allem. Ja, musst du halt deinen Blocken- oder Ausweichrolle benutzen, Norex. Ja, aber wenn dann so hast du vor, Skull and Bones zu zocken, wenn es rauskommt? Das zocken morgen Romatra und Norex und ich zusammen. Komplett freiwillig. Leute, wir haben nicht mehr so, wir müssen jetzt mal hier den dicken Typen töten. Oh shit, jetzt ganz ist kurz, aber das ist ja warte, aber das morgen ist doch so auch so ein bisschen auch cooles Game, wo wir so chillig reden können, oder muss mir. Oh mein Gott, was ist Nathan raus? Nee, das ist ja abgefuckt, seid ihr dumm bisschen? Ich koche. Muss weg. Renn. Wieso zum Fick? Warum zwei von den Kindern? Das schaffen wir. Den ersten hab ich fast down. Du hast den fast down, ja. Ja, wir haben den fast down. Ja, bin tot. Die Jungs, jetzt müssen wir machen. Ich seid dran. Der kann Range Attacks, Obacht! Wir haben den gleich. Wir machen den gut Damage. Wir machen den echt auseinander. Oh, das war so gut, Max. Dass Nurex down war. Wichtig auch.
Das war richtig gut. Hört ihr auf, für mich die ganze Zeit zu demoralisieren, Digga? Ich fange weiter zu heulen. Max, ich geb dir was in deinen. In dein Inventar rein. Na, was denn? Warte. Schau. Zeig. Oh mein Gott. Wie findest du den? Wow. Wow. Spinnst du? Oh, warte. Ich hatte die ganze Zeit einen legendären Eiszauberstab Level 12 maximal hochgemaxt. Der ist Level 15 roh. Roh. Und ich habe auch zu dich noch. Ich kann den Level 19 oder so bringen. Heilige Scheiße! Warte, das kann ich dir auch noch geben, Max, hier. Zaubertunika? Weiß nicht, ob die besser ist, aber ich habe gedacht, ich gebe dir die mal. Die nehme ich nicht. Woran da sehe ich, ob das ein Langbogen ist oder kein Langbogen? Das Ding ist mächtig, das war ja geil. Ey, Nurex, du hast doch gut gespielt. Danke, Mann. Ah, fuck, mein Miasma killt mich gleich, scheiße. Eine Minute nur noch. Ist hier nicht irgendwo der. Das muss hier ist der, ich bin am Baum von dir. Kannst du mit deiner Axt abbauen, ne? Dann geht der viel schneller down. Fertigkeitspunkt, ich glaube, ich träume. Oh, die haben gut Stuff gegeben, die zwei, die wir gerade. Für mich ja, war die waren krass. Für euch. Lass wieder raus. Warte, ich muss kurz einmal skillen. Weiß ich auch immer noch. Oh, das ist krank. Oder? Ist hier nicht raus? Wie kommen wir denn hier raus? Hier. Alter, regeneriert die Ausdauer langsam. Nicht gleichzeitig klettern, weißt du doch. Ja, passt doch, Opa. Boah, das war. Oh, wie sauer. Hab ein Schwert bekommen, irgendwie, das geil. Bin ich denn ein kleiner Krieger, Max? Du versuchst es halt, ne? Ey. Ich versuch's. Wie lange kommen wir bitte jetzt raus? Ich sag dir, guckst du deine Fertigkeitspunkte an. Ich hab grad meine Fertigkeitspunkte angeschaut. Wusste ich. Hab ich einfach gemacht. Aber ich musste, hä? Was soll ich machen? Wie seid ihr da zurückgekommen, hä? Die gleiche Strecke wieder zurück. Nee, seid nicht die gleiche, lügt doch nicht. Doch, würde ich. Doch. Ist for real, for real? Ich würde nicht lügen. Echt? Für echt? Ah ja, hier ist noch alles am Leben. Aber haben wir nicht gemacht. Vitalschuss machen? Nee, Vitalschuss geht's doch kacke, oder? Vitalschuss hört sich nach Drogen an. Ausdauer regenerieren, ja, das ist echt nach Drogen an. Vitalschuss hört sich nach so einer... Oh, ich bin gerne Bogenschütze. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie off-stream mal 10 Stunden Munition farmen. Damit ich hier richtig Spaß haben kann. Worauf wartet Max da unten? Digga, auf seine Puste. Mann, ich hasse es, dass manchmal so lange. Was ich hab einen Shaker mit so einer Kugel drin, aber ich hab die Kugel verloren. Jetzt muss ich immer doppelt so viel shaken. Warum hast du nicht so ein. Ach, Digga, Romatra. Oh, Mann, oh. Ja, was. Oh, mein Gott! Was denn jetzt schon wieder? Ich war eins vor oben und bin da runtergefallen, weil ich keinen Ausfall mehr hatte. Digga, wie außer Atem der Zauberer ist. Langbogen. Holzbogen, Kurzbogen. Okay, Holzbogen ist der mittlere dann einfach. Und Kurzbogen ist der kurze. Du kannst Büsche für Äste anbauen. Ja, ich kann dir ganz viele, Büsche anbauen. Büsche ist ja wohl free. Ja, Assassin skill ich noch, dann kann ich. Aber Assassin gibt mir nur Fernkampfschaden irgendwie. Hat mir noch eigentlich einmal Nahkampfschaden gegeben, Assassin. Erhöht den Magieschaden um 5% pro Attributspunkt. Was heißt das? Ja, jedes Mal, wenn du ein Attribut dann skillst, kriegst du das dann drauf. Ist eigentlich voll stark. Ich glaube. Teerbogen, Holzbogen, ich verstehe das. Dann nehme ich das jetzt mit.
ist eingesackt, das Ding. Assassin ist echt das Bogenschütze rumschleichen und von hinten angreifen. Okay, wohin? Ja, wir wollten noch nächstes. Ja, wir wollten jetzt hier noch rechts hoch. Refugium der Feuer ganz rechts oben. Refugium der Feuer. Der Flamme. Aber hier sind halt echt starke Gegner. Ich sag, wir schaffen das easy. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Ich muss alles, wenn ich Kupfer sehe, muss ich das jetzt immer mitnehmen für meine Pfeile. Immer wenn wir Kupfer sehen, muss ich das leider abbauen. Ist das Kupfer? Nee, das kannst du auch schön, wenn du. Du hast ja viel alleine. Ja. Ich bin ja wirklich lange weg, Rumatra, ne? Ja, du bist echt lange weg, ne? Irgendwie krieg ich auch gar kein Kupfer hier. Boah, ist auch das lange. Wieder sechste Schlag ist nur Kupfer, das ist ganz schrecklich. Das ist brutal. Ach du Scheiße. 433 Meter in die Richtung, kommt mit. Ja, ich hab noch 114 Pfeile habe ich noch, danach muss ich zurück und neu craften. Gut. Level 7. Ah, der hat mein Gehirn angegriffen. Du machst den nicht so gut damit, ne? Hä? Flamme brauche ich irgendwie. Ich muss immer erst auswählen, ob Eis oder Flamme gut ist irgendwie. Okay, ich hau hier einen Halmschnaufen rein. Wird gewonshottet. Und jetzt meine scheiß Metz weg. Norax schafft's nicht. Norax ist tot, glaube ich. Nee, Norax schafft. Nein, jetzt holt er die Metz für mich. Sehr anders gelaufen für mich. Das war's jetzt. Hast du irgendwie mal Pfeile aufgehoben, Norax? Nee. Ah, ich lass los, Alter. Die sind weg, die Pfeile, die ich verschieß. Ich hab jetzt schon 3 Podcast-Folgen getrunken, also einmal die Woche. Und ganz selten im Stream. Die hat gar keine Kohlensäure mehr und die schmeckt so doll nach Altpapier. Mm. Ich trinke die jetzt, damit ich noch beschissenere Laune kriege, damit ich Norax noch mehr anschreien kann. Aber ich darf da noch gegenhalten, oder? Darf ich dich auch so richtig anschreien, wenn du mich anschreist, oder geht das nicht? Wenn du auch ein Altpapiergetränk hast? Ich habe hier einen Orangensaft, der seit 2 Tagen steht und schon so ein bisschen an Alkohol schmeckt. Ist der auch warm? Ja, der ist so richtig. Dann geht das. Der schmeckt im Nachgeschmack so verdorben. Kennt ihr das? Wenn der so ein bisschen. Ja, das ist krass. Okay. So extra sauer schmeckt, ne? Ja. Okay, das ist krass. Was ist dein Scheißgetränk des Abends? Plörriges Isoclear, was ich nicht richtig shaken lässt, Alter. Oh, okay, das ist auch Alter, das Flug schmeckt mehlig und ich beiß auf so kleine Genussknospen drauf, die dann in meinem Mund explodieren. Okay, das ist heftig. Also ganz, also so ein Shaker. Ja. Der WMF-Shaker, ich bin großer Fan von dir, ich nenne auch einfach eine Marke, ist mir auch scheißegal. Der fucking WMF-Shaker ist so toll, dass ich den meinem Bruder gekauft habe, meinen Eltern und mir selber nochmal zu Hause und hier im Büro. Ich habe 4 Stück davon und ich habe nur eine Sache mit nach New York genommen. Neben mein Streaming-Equipment. Und das war dieser Shaker. Hast du deinen Verlobten doch mitgenommen, oder nicht? Welchen WMF-Shaker, denn das raff ich gar nicht ganz. So ein Shaker, da tust du einfach rein und ist fertig. Wie? Ist der elektrisch? Der macht die so. Ja, der ist elektrisch. Das macht gar keinen Sinn, so, Isoclear, ohne den zu trinken. Verstehst du irgendwie nicht ganz. Wie elektrisch, aber dann braucht der Batterien oder was? Strom. Hat mit angeschlossen. Ach so, du meinst einen Mixer? Ja. Kurze Frage, wie bekommt man seinen PC nach New York? Nee, kein richtiger Mixer. Also, ein Mini-Mixer vielleicht, wenn du so willst. Der ist perfekt für Shakes. Musst du mir mal zeigen. Musst du mir mal einmal den Link schicken mit. Oder mal schenken zum Geburtstag bald. Oder mal schenken, wenn ich am 15. Geburtstag habe. So nämlich. Digga, nicht schlecht von mir, oder? Das ist gut, aber nee, wie kriegt man seinen PC nach Amerika, Digga? Muss man da so einen extra Cargo-Versand machen? Ich hab PC in Amerika. Ich hab mir da einen ausgeliehen. Du hast ja einen gekauft, einfach. Du hast ja einen neuen gekauft, sagst du einfach. Gibt's doch gar nicht so schnell so gute zu. Oder? Doch, wo hast du in den Markt reinlaufen. Wo hast du den geliehen? Ja, das geht ja nicht gut dann. Wo hast du den geliehen? Bei so einer Ausleih-Dings. Was gibt's, Digga? What the fuck? What the heck? WLAN bitte. Käfer, Norax, herkommen, tanken. Smoothie Mixer heißt der, glaube ich. Ja, genau, weil der ist perfekt für Shakes. Smoothie Maker heißt der, okay. Wie? Smoothie. Mann, wenn du nicht lustig machst, hätte ich das nochmal gesagt. Das war ziemlich ganz schön dumm von dir. Meine Smoothie-Aussprache ist out of this world clean. Out of this world? Ja, goldene Kiste, ich brauche euch. Diesen Käfer. Kommt doch jetzt mal. Bin doch da jetzt. Halt doch mal jetzt hier bitte in den Rand.
kunstvoller Bogen Level 15 für Philando. Max? Oh mein Gott, ich bin tot. Oh ne, mit der besten Spieler hab ich nicht gemerkt. Ey, wie seid ihr da rum? Wie sind ihr da durchgekommen, hä? Durch das Rote? Gar nicht. Wir sind einfach nicht, du bist rübergeschwungen, wir nicht. Ich muss die Füße mitnehmen. Ich bin tot. Hä, ich dachte. Nee, ich kann doch... du nimmst die Füße. Oh Mann! Wie lange Welte gestorben? Im Alter von. Ich muss ganz gut wieder alt. Laufen, ist das krass. Wie alt ist Wieland? Oh, ich glaube, mein der ist. Gott, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist 32 oder so, ich weiß nicht genau. Refugium der Flamme. Yes, sir. Funkenboom. Noch ein Stufenaufstieg. Wie gut sind wir? Ich kann nicht mehr. Ich bin gestorben, Leute. Weil ihr mir nicht gesagt habt, wo ihr langgelaufen seid. Guck mich, du lügst. Ist das verrückt, wie weit ich jetzt noch laufen muss, um zurückzukommen. Einfach nur, weil ich da gestorben bin. Oh Mann, ich bin so sauer. Ich bin jedes Mal, wenn ich austime, aus Versehen. Oh Mann, dass du überhaupt noch spielst, das wundert mich so stark, ne? Warum denn? Wenn mir das schon 6 Mal passiert, wäre ich so sauer. Ich glaube, ich habe mich nicht mehr in Kontrolle, wenn mir das schon 6 Mal passiert ist. Also, weißt du, was mich hier hält? Dein süßes Lächeln, Wieland. Oh, hör auf. Warum da? Hä, warum? Ich habe mit dir heute sogar vorhin gespielt, Digga. Keine Ahnung. Wie schön war das da? Was ist stark? Ich freue mich schon so auf Fortnite später, Wieland. Ich werde nicht mit dir Fortnite spielen. Oh, ich könnte mir Erlöser machen. Du benötigst nur 3 statt 6 Sekunden, um einen Verbündeten wieder zu beleben. Ja, aber du bist immer der Erste, der down geht. Das bringt uns am Boden dann nichts. Stimmt. Wo ist Doppelsprung? Wo habt ihr das gefunden? Links bei Athlet. Ist wirklich worth it, Alter. Boah, ist aber ganz schön viele Punkte. Nee, 6 oder 7 Punkte sind das. Also klar, wenn du nicht verbraucht hast, dann ist es viel, aber es ist auf jeden Fall worth da reinzugehen. Das lohnt sich nicht. Ach du Scheiße, ich bin fast tot. Nicht schon wieder, müsst ihr mich dann retten einmal. Das geht nicht. Oh mein Gott, hier ist ein Respawn-Punkt. Du hast noch einen legendären Bogen gefunden, meintest du, Max? Hast du ihn eingesteckt? Einen guten Bogen. Moment, Intelligenz. Ich gehe auch, glaube ich, auf Feuer. Okay. Wo ist Romatra denn jetzt hin? Ich suche meine Leiche. Ich finde sie nicht. Du hast den Kessel nicht eingesammelt, Digga. Nurex, was machst du eigentlich? Ich habe gerade 1000 Stunden im Fähigkeitsbaum abgehangen und du hast den Kessel auch, nicht eingesammelt. Ich auch. Wo ist mein. Wo ist die Metze mich wirkt. So, Romatra, komm. Nein, warte mal. Standort unten. Oh mein Gott, ich glaube, meine Leiche ist unrecoverable. Oder? Oh mein Gott, was ist das hier? Hier ist ein Baum! Hatte ich Sachen Sorak. Dabei? Digga, hä? Sorak, schneller, er tötet mich. Oh mein Gott, ich bin in meinem Baum unten, chill, ich komm hoch, chill. Code. Bin da. Zieh die Aggro auf mich schnell. Oh, Noreax, also ich kann echt. Ich finde. Es ist unmöglich mit dir zu spielen. Weil er blockt halt besser auch als ich. Ich spiele das Spiel schon länger. Ich hab mal höher gespielt. Er hat wirklich mal. Er outplayt mich in jeder Situation. Ich bin tot. Oh mein Gott. Noreax hat von einem einzigen Mob getötet. Ich komme nicht mehr zu euch. Ich weiß nicht, wo ihr langgelaufen seid und wieso ihr nicht mal eine Sekunde auf mich wartet, Alter. Wir sind den Haupt, das ist eine fette 20 Meter breite Straße. Du bist falsch gelaufen. Ja, aber dann helft mir doch mal. Sei doch mal ein bisschen Kamerad. Noreax stirbt. Er hat gegen einen Mob verloren. Hey! Er ist wirklich gestorben. Er ist for real gestorben.
Er ist wirklich, wirklich jetzt mal. Digga, er ist Level 5. Kann die Karte nicht öffnen. Er hat wirklich. Nurex hat gerade 10 Minuten gegen einen Mob, der normale Mob gekämpft und ist gestorben. Digga, nein, hör mir zu. Und uns wieder hoch, Bro, der ist Level 15, er ist so. Dieses krasse Schwert, ich kann gegen ihn nichts tun, er blockt alle meine Hits sind uneffektiv gegen ihn, ich kann nichts tun. Ich kann nichts machen, ja. Ich muss kannst du uns wiederholen, Romatra? Ich kann probieren, zur Hauptstraße zu kommen jetzt, aber ich weiß nicht. Nurex, kannst du uns reviven? Wie respawnt man denn? Beatme nicht gerade ein Refugium in der Flamme. Ich mach. Ich renn respawne. Jetzt zu euch. Zu den Hauptweg. Ich bin schon respawned. Okay, dann komm. Refugium. Nein! Romatra ist unten in der Lava, er ist tot schon wieder. Er läuft nicht an der Hauptstraße lang. Er läuft nicht an der Hauptstraße lang. Ich bin so gebrochen, wirklich, also. Ich lieg hier, bitte, Max. Ich bin wirklich eins vor richtig, richtig sauer sein. Mit einsam ist meins hier, ne? Schnell weg. Oh mein Gott, hier ist ein Bo. Mann, hier ist ein Miasma-Wurzel auf einmal gespawnt. Die können wir, wenn ihr zu mir kommt, gibt's einen gratis Fähigkeitspunkt. Wer zu mir kommt, bekommt einen gratis Fähigkeitspunkt. Kriegen die alle? Ja, aber. Ja, wir haben ja auch noch einen Max. Wir haben ja auch eine Miasma-Wurzel. Könnt ihr zu mir kommen, bitte? Ja. Hier ist deine Leiche. Dann kommt mal schnell zu mir. Kann ich den von hier oben einfach töten? Oh Gott, hier ist ein scheiß Dementor, Wichser. Das ist Game hier, das ist keine Gratis. Die muss ich mir schwer kämpfen, ich bin raus. Bitte komm für den Antwort. Nurex! Was denn? Mein Gott, warte, ich muss Max helfen. Mann, gegen den kann ich nichts tun, gegen diesen Camps, Max. Robin. Das ist so nutzlos. Max ist auch tot, das ist ja gerade gar nicht gut. Ich wünsch dir, werd ich nutzen. Tot. Jungs, einer mal irgendwie. Digga, Romatra lockt uns zwei Endgegner rein, ne? Ja, ich schwöre, und ich kann gegen den einen nicht zu, weil der nur Fernkampf ist, meine Fernkampfmänner. Also, Romatra, das war wirklich. Von 12 Stunden entschaut, war das dein Lowlight. Lowlight ist so krass. Dass du uns auf der Hauptstraße verlierst. Bitte, ich kite ihn doch, jetzt erschieß ihn doch bitte. Ich sehe keine Lebensanzeige mehr, ich habe erstmal den Fernkampftypen getötet. Bitte, ich. Oh nein, ich geh auf dich. Yo, Feierabend für mich. Ich bin down, ich knall richtig rein. Hol den Nurex. Mann, wie viel Leben hat er? Nice, Ramin. Stufe 12. Nur zwei Funken im Inventar. Ich muss immer noch meine Leiche einmal recovern. Die war doch da, wo Max und ich waren, oder? Sicher? Ja. Oder war irgendwas Totes? Okay, dann baue ich kurz die Miasma-Wurzel hier ab und dann ist easy. Kannst du die alleine abbauen? Ja, ich glaube, ich kann die alleine abbauen. Aber wir müssen doch eh dahin, oder nicht? Wegen nein. Punkt. Ist doch jeder, oder nicht? Sehen wir gleich, ob die jeder bekommt. Kann man das, könnt ihr das aufmachen? Ja, habe ich nicht, soll ich schon nichts bekommen. Könnt ihr das hier aufmachen? Oh, hier ist eine goldene Kiste. Toll, Max. Auch Fähigkeitspunkte, natürlich habe ich bekommen. Hast recht. Ich level jetzt Erlöser für uns, ich glaube, das brauchen wir. Ja, bitte erlöse mich, Max. Kann ich jetzt in 3 Sekunden healen? Kannst du mich einfach erlösen? Das wäre so toll. Kann ich jetzt in 3 Sekunden healen, nicht in 6, das ist krass. Und wo habt ihr meine Leiche? Jetzt, Nurex, jetzt. Hier ist noch einer, kommt jetzt her, hier ist deine Leiche. Zeig, komm jetzt durch, wir machen jetzt gemeinsam. Hier, bleib jetzt einmal auf der Hauptstraße einfach, bitte. Zeig mir, wo meine Leiche ist, kurz. Hier ist die. Oh mein Gott, Alter. Guck, hier war ich doch auf der Hauptstraße. Und hier ist Refugium. Geh hier einmal rein, dann hast du den Respawn-Punkt. Da ist noch eine Wurzel. Wo? Oh, waren das deine Items? Waren das deine Items? Ja, das waren meine Items. Und jetzt kommst du hier lang, Romatra. Jetzt bleibst du auch mal hier. Ich hab einen Zauberhut für dich. Geht jetzt nicht 10 Sekunden in den Fähigkeitsbaum. Okay. Warum mache ich so viel Damage? Liegt das echt am Pilz? Macht der Pilz dir Damage extra? Ja, bei mir ja. Zauberdamage. Hier unten ist die Hölle los. Auf gar keinen Fall reinspringen. Nurex ist reingesprungen. Oh, hab ich auch gemerkt. Mach mal Bow-Action. Ich hab hier noch einen Ersatz. Wie viel? Sind tot. Ich hab keine Pfeile mehr, ne? Also. Oh, der Kettenblitz sieht verdammt cool aus, Bruder. Jungs, hier kommen 100 Mann, könnt ihr das mal bitte fighten? Ich hab keine Pfeile mehr. Alter, was mach ich mit denen gerade? Ich bin in meiner Prime, Jungs, bin zurück.
Ich bin jetzt auch mal in der Prime. Alter, haben wir die lang gemacht. Keine Ausdauer mehr, Prime zu Ende. Ich hab nie Ausdauer. Was ist das denn echt? Ja, du bist tot. Ich hab keine Pfeile mehr, ne? Oder? Hab ich noch welche? Ich mach ihm halt keinen Damage, ich komm nicht durch seine Blockding durch. Hab beide. Ey, du bist es, Wieland. Holt mich schnell wieder hoch. Ja, wo bist du? Ich seh dich nicht. Siehst du ihn? Okay. Ich hol ihn gerade schon hoch. Ich hab den Katheter gelegt, Max. Du musst jetzt. Du kriegst jetzt eine Kochsalzlösung von mir. Noch okay. Ein Fähigkeitspunkt ist halt krass, ist ne? Krank, so schnell hintereinander. Ja. Warte mal kurz, ich muss einmal kurz das checken. Kritischer Trefferschaden ist doch auch für mich unglaublich krank, oder? Du kannst halt effektiv auf Headshots gehen, ne? Ja. Ich kann das halt nicht. Was ist besser? Fernkampfschaden oder. Oh, die sind besser. Einfach besser, die Handschuhe. Ausdauerregeneration. Schreien der Flamme, was bringt das nochmal? Ein Punkt oder nicht? Zweimal Funken habe ich bekommen, zwei! Was? Hier ist Wasser übrigens, ich gehe ja immer Wasser sammeln. Das ist smart. Greift da ordentlich rein. Wir müssen noch zum Punkt, ne? Fünfmal Wasser. Sechsmal Wasser. Siebenmal Wasser. Achtmal Wasser. 15 Mal geht, glaube ich, immer gut. Oh ja. Das ist toll. Was ist denn hier? Geht hier noch was? Nö. Nee, aber jetzt ist doch keine Hauptstraße hier, wo ihr langlauft. Jetzt doch nicht mehr. Das ist noch falsch. Wir sind 205 Meter in die Richtung, oder nicht? Kommen wir da hin. Jungs, ich bin nicht mehr im Besitz einer Waffe, ne, weil ich keine Munition mehr habe. Okay. Geiler Typ. Wie kommen wir denn? Ja, hier hat sich doch ein Tor geöffnet. Kommt doch hier lang. Aber müssen wir überhaupt noch was machen? Ach ja, müssen ja, wir. Ja, wir haben auch unseren Auftrag gar nicht gemacht. Scheiße, was ist das denn? Burg Ehrenstein müssen wir. Oh mein Gott. Warst du Iris? Level 15. Oh Mann! Du bist Level 15? Bogen Level 15, bitte haben. Aber nicht krass. Sehr gut, Nurex. Ich glaube, so ein Langbogen. Sehr, sehr schlecht, Nurex. Wie nennst du ihn? Nurex. Will einer von euch nicht? Miasma Zeit auf dem Ring? Ist scheiße, ne? Ist richtig kacke. Ja, das war nicht der Weg hier. Ich glaube euch hinterher. Wir müssen in diese Richtung, 160 Meter in diese Richtung. Holzpfeil. Lass links rum, bitte. Habt ihr Äste aufgesammelt, zufällig? Zufällig sammle ich immer alles auf und habe dadurch insgesamt 0 Äste. Ne, 9 Stück. Oh, darf ich die haben? 9 Stück. Danke. Ich muss gar nicht mehr ein paar Pfeile craften. Nice, da wieder 40 Pfeile. Krank. Überstark. Habt ihr hier die Flamme schon eingesammelt hier? Ne? Habt ja. Es gibt doch so einen Typen, der bei uns zu Hause Pfeile tradet oder so geile macht, so mit Stein und so. Ja, ich weiß, aber. Ist der gerade hier? Gut. Ist der mit uns? Wir müssen hier irgendwie 212 Meter in die Richtung. Überleg doch auch mal mit. Es geht nicht. Lass weiter links rum wieder. Käfer. Ja, wir können hier halt rüber hüpfen, ne? Ich weiß nicht. Hier so. Hier ist so eine Hüpfstrecke. Scheiße, die sind. Tank wieder einmal. Das war gut getankt, das war mit dem Block, so mit dem Schild weggeblockt, das war geil. Diese Käfer sind am nervigsten, sag ich dir wirklich. Die können dodgen und sind ultra schnell bei mir. Die sind richtig tanken, ne? Na gut, dafür ist Norex halt stark, ne? Das ist Norex sein. Ja, hierfür ist Norex stark. Das war nicht, Jungs. Wo müssen wir hin? Das ist ja hardcore. Wir können hier rüber zu den anderen Käfern. Und dann vielleicht weiter. Echt? Wie denn? Also wir können hier so. Zack, sind wir drüben. Geht wahrscheinlich auch ohne Sprung. Bitte nur Norex töten. Hilfe! Ich komme nicht mit Doppelsprung hoch. Ich habe keinen Doppelsprung. Kommst du da nicht mal mit Doppelsprung hoch?
So, jetzt Ultra, den Backsprung habe ich gemacht. Wir müssen aber auch mal die Ist das so viele? Diese Insekten sind ja nervig. Ja, sind sie wirklich, ne? Du heilst mehr auf einmal. Du machst nur mal 12. Ja, natürlich. Ne? Das ist crazy. Hier hoch. Oh, guck mal, hier ist gut. Ist hier vielleicht nochmal eine Wurzel, die wir tacken können? Digga, immer noch diese Kackdinger. Oh, hier ist was. Oh, Wiederbelebung. Ist ein Respawn hier, ne? Ja. Müssen wir noch weiter als eben, oder nicht? Hier ist doch geil, hier schaffen wir einen Weg. So, was zu lesen? Mann, wir looten aber die Häuser hier irgendwie nie, ne? Warum machen wir das nicht? Was? Da ist nie was drin, was irgendwie stark ist. Das weißt du doch gar nicht. Von Gegnern irgendwie. Vielleicht ist hier doch mal was Geiles drin. Hier unten zum Beispiel, komm mal zu mir. Was ist da? Das ist, glaube ich, eine Kiste, eine gute. Nimm mit. Ich kann dich nicht alleine töten. Nimm mit und sag, was drin war. Ich kann dich, dann renne ich weg. Also, es ist impossible alleine, leider. Ach, wieso? Ist die so stark oder was? Nee, das ist halt, also den. Ich kill den Fernkampfguy. Ich oben one hit. Mann, er gibt mir einen Hit wieder. Ich check es nicht. Bist du tot? Ja. Oh. Wo kommt er denn her? Also, das ist gerade ein richtiges Hardcore-Gebiet, ne? Belebst mal 3 Sekunden, Noreax. Ich kite den, Wichser. Ich sehe keine Leben. Krass oder krass? Ja, du bist der Beste, Max. Nee, noch nicht so bestimmt, ja. Da oben steht noch ein Boss. Ja, wer ist er denn? Erst den da unten töten. Erst den unteren töten, Leute. Erst den unteren, schnell. Ist tot. Na gut. Ich schieß den da oben einfach kurz ab, oder? Der frisst all meine Pfeile. Das tut so weh. Ich an meine Trefferpunkte nicht. Ich auch nicht. Norex, kannst du mal kurz reconnecten? Warum? Keine Pfeile mehr. Ist er tot? Ist er tot? Glaube ich ja. Hier rein jetzt oder nicht? Jungs, hier unten. Das Ding ist, meine Waffe ist kaputt, ne? Ja, wir müssen endlich mal zurück und refreshen. Oh, ich habe eine gutes. Warte, ich muss kurz eine Sache machen in meinem Inventar. Ich komme da auch nicht rein, ich weiß nicht, was ihr hier macht. Hier wollt ihr rein, oder was? Ja, da ist eine Kiste hinten. Ich hab einen Schild für einen von euch, ein legendäres. Bitte ich. Noch nie Schild gespielt, weiß ich, was das ist. Bitte. Wir brauchen dich. Ich hab keine Munition mehr. Ich bin voll nutzlos jetzt. Eigentlich müssten wir hier kurz einen Altar bauen. Hier sind 9 Kupferpfeile. Oh, was? Hier drin? Gib mal Schild. Diese Kackkiste. Warte, schenken. Boah, ich heile dich so stark, Noreax. Jetzt mal im Ernst. Ist der Beste. Oh mein Gott, guck mal, wie das aussieht. Ach, das ist ein. Das hab ich auch? Hä? Ich weiß nicht, dass das geht. Aber kann man währenddessen mit was angreifen? Ich geh wieder raus. Ich war ganz dumm, hierher zu kommen. Lass rausgehen. Das war die letzte Kiste aller Zeiten, die wir so mitgenommen haben. Ich wusste auch nicht, dass das so scheiße ist da unten. Aber ist hier unten nicht noch irgendwas krasses vielleicht? Irgendwie so ein. Ja, ne, egal, scheiß drauf. Das Mage-Schild. Komm. Hier, 90 Meter, wir müssen noch geradeaus. Was ist das? Noch geradeaus, das ist die dickste Burg, die wir je waren. Ja, ja. Ah, die machen eure Füße kaputt, passt auf. Wie kommen wir denn hier rein? Hier ist ein Weg. Bin drin in der Burg. Na, obwohl, ne, bin außen immer noch, aber. Ne, ich komme gar nicht rein. Ich hätte mir nicht einfach mitten hochgehen können, also ich weiß nicht, was wir gerade machen. Können wir nochmal zurückgehen und mitten hoch einfach laufen, Max? Geht also, das? Da war einfach ein Weg hoch. Ich weiß nicht, wieso wir auf einmal nach links gegangen sind und aus der Burg raus.
Da waren Treppen und ein riesiges Tor. Du hast gesagt, da ist ein Tor, da kommen wir nicht rein, hast du gesagt. Habe ich nicht gesagt. Zurück. Aber hier ist echt ein Tor, wir kommen hier nicht rein. Aber das habe ich nicht gesagt. Das hat irgendwer anders gesagt. Was haben wir außen rum müssen? Ja, außen rum ist falsch. Hier war ganz falsch. Vielleicht hier so? Bisschen an Höhe gewinnen und dann reingleiten? Ah, hier, ich hab's. Zeig. Hey, wo bist du? Der Greifhaken war's. Der Greifer? Hier, wo ich bin. Ah, wo ich bin. Wo? Wo ich bin, wo ich bin. Ich seh nicht. Genau da, wo du. Ah. What the fuck? Das war aber komisch. Das war richtig schlecht von mir, leider. Muss man dann auch mal akzeptieren. Wir sind in Burg Ehrenstein. Cool. Hat hier die Longbow-Tour geendet? Oh, hier, Wiederbelebung bei mir. Würde kurz mitnehmen. Oh ja, das ist stark. Ist das echt Wiederbelebung? Muss ich irgendwie E drücken oder irgendwas? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist? Komm mal her. Komm mal in meine Reichweite. Komm mal in meine Reichweite. Ja, wie lange hast du gerade einen Schlaganfall? Hallo? Komm mal in meine Reichweite. Bist du da? Okay, das war's. Das war's. Vorbei. Wieder was los? Ich hab mir. Aua. Es ist, ich hab getrunken von meinem Shake und dann ist, hab ich ihn abgesetzt, aber ich hab ihn zu schnell abgesetzt. Und dann ist da so ein Tropfen in mein. Genau in mein Auge rein von dem scheiß Shake, Alter. Ey, du bist so am Arsch. Du bist. Dass du an einem Shake stirbst, ist halt so krass wie Land. Du hast dir Isoklear ins Auge gemacht. Ich weiß nicht, ob das klappt für die Eiweißaufnahme. Matra denkt jetzt seit morgen Sixpack, wenn er sich ganz viel Isoklear in die Augen reibt. Oh Mann, oh. Mach das nicht nach, Leute. Das tut richtig weh jetzt in meinem rechten Auge und das dreht die ganze Zeit jetzt. Da musst du echt aufpassen, Matra. Kann sein, dass du dein ESN-Guthaben verlierst, ne? Mit der Scheiße. Aua, also wenn hier unten nicht der größte Endkampf kommt, den wir hier hatten, weiß ich auch nicht. Oh, hier? Oh. Ich glaube, hier müssen wir durch, Jungs. Ich glaube, hier müssen wir durch. Oh, das ist riesig! Oh, bin drin. Bin raus. Was ist das denn für... Oh mein Gott! Yo, ist klar! Sind wir Monster Hunter oder was? Bro, wir sind tot. Wer ist er denn? Bisher kämpft nur gegen Ritter. One-Hit, bin tot. Nurex, komm raus! Der macht einen riesen Laserstrahl. Bro, der, ich bin One-Hit, Digga. Ich bin... Was soll ich tun? Ja, das ist hier mal over. Ja, also ich weiß nicht, warum wir... Ich weiß nicht, warum wir hier kämpfen. Kommen wir hier raus? Kommen wir noch raus? Nee, ich bin tot. Ich will meine Sachen verlieren. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab alles verloren. Wenn mich einer wieder reviven kann, wäre es stark, wenn einer ablenkt in der Zeit. Boah, ich mach dem Damage! Guck mal, sauber. Damage. Das ist geil, Norax, ja geil. Ich darf halt nicht sterben, weil ich schnell wiederbeleben kann. Also außer ihr seid confident, ihr schafft das zu zweit, kann ich jetzt nicht mehr mithelfen. Achtung, der macht Strahl. Halt doch mal deine Fresse, Digga. Hör mal auf, jedes Mal bei jeder Aktion soll Norax. Irgendjemand noch Erdbeeren? Ich bin tot. Auf vier Ausdauer, ne? Wenn ich Ausdauer kann ich schaffen. Ey, oh mein Gott. Können wir zurückgehen und equippen und wieder reingehen? Einmal noch. Sind wir alle tot? Das können wir gar nicht gewinnen, oder? Ich glaube, wenn ich Pfeil habe, gewinne ich das. Ja, wir können eh immer respawnen, lass einfach rein und springen die ganze Zeit und pushen. Nein, das ist doch. Hat er wieder Full Life jetzt? Ist wieder Full Life, ja. Sicher? Ja, 100%ig ist er wieder Full Life. Eigentlich müsste nur einer kämpfen, dass er Low Life bleibt, ne? Ich habe an Fallschaden Pfeile, gestorben. Okay? Also, ja. Also, erstens ist er Full Life, zweitens hat er keine Pfeile. Hört ihr mir überhaupt zu? Ich bin tot. Ja, der ist nicht mehr runtergesprungen, ist schon tot, ist er dumm? Leute, kraft ich hier zurück, mach jetzt irgendwas, ich guck jetzt, wo hier der nächste Teleportpunkt ist und dann gehe ich zurück. Weißt du was, ich brauche. Unser Loot ist da drin! Ja, und? Wir können ihn doch töten und da unser Loot holen. Hä? Ich brauche. Der bleibt für immer da! Ja, natürlich bleibt er da, der Loot. Ich brauche einfach nur Pfeile, dann können wir da rein und ihn töten, aber ich kann es nicht ohne Pfeile machen. Ich geh auch zurück. Wo ist der nächste Schnellreisepunkt hierher? Sag nein, wir müssen hier einen bauen. Ja, so weit weg. Ich geh jetzt ganz sauer, richtig sauer pissen. Nein, nicht die, meinst du, wenn ich das aus dem Schwanz drücken kann? Bin da. Ja, wie schnell wirst du pissen, Alter? Ich pisse immer in die Hose, aber ich gehe nur kurz vor der Cam weg. Ab wann kann ich hier bauen? Klar, dass du das lustig findest. Das ist auch verdammt lustig. Ich muss, glaube ich, kurz aus der Burg rauslaufen und da den Altar bauen. Oder kann ich das auf der Straße bauen? Nein, oder?
Ich habe einen kunstvoller Holzbogen Stufe 15. Brauchst du diese Scheiße? Ist der legendär? Nein, der ist dann episch. Dann will ich ihn nicht. Du baust jetzt hier den Tisch hin, Wieland? Ich weiß nicht wo, Bruder. Na egal, ich jetzt nach Hause, mach du ne Ding. Wieso bleibt die Scheißaufgabe jetzt bei mir hängen? Ich habe 5 HP. Du hast einen legendären Bogen, oder was? Ja, ich habe einen legendären. Auf welches Level? Der war auch Level 15, den habe ich dann ein paar Mal abgegradet. Das ist der Level. Okay, dann hast du wirklich einen besseren. Der ist Level 18. Gut. Ihr braucht Stein, ja? Nein, brauchen wir nicht. Ich brauche einen Platz, wo ich diesen Altar platzieren kann. Okay, ich port mich mal zurück. Nicht wo. Nein, der nein! Ist so nicht. Scheiße, es bringt nichts. Ich hasse euch beide so sehr, ne? Was ist jetzt denn? Muss ich hier alleine nach dem Ort suchen, wo ich den platzieren kann. Und dann teleportiere ich mich zurück und dann kämpft dann. Das ist doch überdumm. Was denn? Wir gehen alle zusammen wieder hierher. Ja, aber wie zusammen wieder hierher? Wir porten uns alle eh doch zurück. Ja, aber wohin wollte ich porten? Ja, okay, komm, geh zurück. Ich finde die alleine in den Ort. Aber ja, komm mal her, heil mich mal kurz hoch, bitte, Max. Oder gib mir irgendwas zum Heilen, ich habe nichts mehr. Bist du? Ich hab so wenig AP, wie ich noch nie in dem Game hatte, glaube ich. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. So, das ist der falsche Spell. Ich weiß nicht, wo wir den scheiß Altar... Guck mal, ich habe hier so einen Altar und ich habe keine Ahnung, wo ich den hier platzieren kann. Wie kann ich denn im Schnellmenü meine Pfeile ändern? Guck mal, ich habe Feuer, Blitz und Eis. Wie kann ich das schnell verändern? Das ist eine gute Frage. Linksklick ist aufladen, rechtsklick ist aufladen und Q ist aufladen. Was ist das denn für eine Scheiße? Hier kann nicht gebaut werden. Das ist alles das Gleiche. Ich glaube, hier oben ist gut. Ah, rechtsklick und scrollen. Okay, geil. Hab's. Okay, ich glaube, ich hab's geschafft, Leute. Das war mal richtig geil gespielt von dir. Boah, haben wir schon viel erforscht. Ist das krass. Schnellreise zurück. Die Schnellreise ist auch zurück. Wenn der nicht was Geiles droppt oder irgendwas Gutes macht, dann bin ich sauer. So, wir rüsten uns jetzt aus. Und dann gehen wir hin und ficken den, okay? Ich weiß echt nicht, ob ich den ficken kann. Doch. Ich brauche eine geile Rüstung. So, jetzt habe ich es gesagt. Wir können dir jetzt einen machen. Ich helfe dir, komm. Gib mir ein bisschen Barren, Alter. Gib mir ein bisschen getrocknete Scheiße. Ich nehme jetzt hier Lehm raus. Ich brauche Kupferbarren. Ja. Leinen. Mann, Junge. Und getrocknetes Fell. Du checkst es nicht. Das ist das Problem, was du hast. Kupferbarren, Leinen, getrocknetes Fell. Wir drehen uns doch im Kreis. Ist plus 19% kritischer Trefferschaden gut für mich? Oder ist 13% Chance auf kritische Treffer besser? Chance ist besser, oder? Ja, und Chance ist besser. Haben wir noch Flachs irgendwo rumzulegen hier, oder? Doch, kommt gleich. Aber schau mal ganz kurz zu. Ja. Wo können wir die Kupferbarren herstellen? Wo ist das? Das check ich eben auch nicht. Das nervt so. Wir müssen diesen Ofen bauen mit dem Lehm. Wo, bei wem ging das nochmal? Schmelze ist es doch bestimmt. David Schmelze beschichtet den Schmied mit Metalle. Das ja, ist das es. Hat recht. Wir müssen mehr an uns glauben. Was machst du gerade? Schmelze mache ich jetzt für Noreax, dass der immer eine krasse Rüstung bekommt. Wo ist hier Platz für eine Schmelze? Ich scheiß drauf. Wollte ich irgendwo hin. Jetzt tut ihr hier bitte eure verfickten Kupfersachen rein. Okay. Ich crafte mir so lange ein paar Pfeile. Boah, ich habe alles in den Kisten gelegt, jetzt kratz. Such sie, finde sie. Steinpfeil aus Äste und Feuerstein. Die sind alle so teuer, die Steine. Scheiße. Wir brauchen Kohle. Haben wir. Wo ist die Kohle? Teer. Bisschen Kohle haben wir nur. Warum ist hier keine Kohle mehr drin? Holzscheit und Erde. Irgendjemand hat hier Kohle, Teer ausgewählt. Was hat er mit Absicht von euch? Ich habe Teer ausgewählt, ja. Das hat eine Milliarde hergestellt. Eine Milliarde? Oh nein. Nee, das ist schlecht. Jetzt können wir keine Kohle mehr herstellen. Ey, Wieland, danke, dass du mir den Arm versorgt hast. Geh mal schnell draußen farmen, bitte. Nungex, hol mal Holz. Oder was? Okay, ich fahr mit Holz. Holz farmen einfach. Ich geh mit Holz farmen. Einfach normal. Also versaut, dann klar farmst du mit. Gar nichts versaut, lass mich in Ruhe. Du bleibst Wieland, ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Dir fehlt Buff-Food?
Was ist denn Buff-Food? Was sind der gute, was sind das gute Buff-Food? Wie viel brauchst du, Max, ungefähr? Je mehr, desto mehr. Ich kann auch für Zukunft was noch holen. Also ich tue alle meine Tränke, die ich finde, hier rein, weil ich die nicht spielen möchte, ne? Ja, ich schau mir die gleich mal an. Wir brauchen, hol mal ganz schnell erst schon mal Holz, dass das schon mal brennt, verstehst du? Holz. Ja, ich bin schon mal Holz holen. Ja, aber nicht jetzt 200, ja, sondern mal 70 holen oder hier von der bringen. Ich komm gerade schon zurück mit 20 Holz. Ich sag's eigentlich nur Noriax gerade. Ja, auch nicht dumm. Naja. Ich würde mal so, dass ich ein bisschen neben der Spur bin, Jungs. Unterschätze das mal nicht. Kohle. Okay, haben wir noch mehr Kupfer? Ja, war der 15 Kohle braucht 5 Minuten, Digga, was? Ja, normalerweise ja, muss es einfach dauerhaft arbeiten. Ich finde das Prinzip eigentlich sehr geil, muss ich sagen. Ich finde das auch sehr, sehr geil. Da bist du auf Abenteuer und weißt, es bringt dir die ganze Zeit was. Das ist so ein bisschen so auf Satisfactory angelehnt, cool, ne? Das ist viel. Ja, so, ja, ja, da, okay, ein bisschen. Da gehst du unterwegs und kommst zurück und alles hat neu gebaut, was du angebaut hast vorher. Ist schon? Ja. So von das Befriedigungsgefühl ist fast dasselbe. Oder ähnlich. Ist schon sehr hoch. Ja, mach ich das hier geil, Alter? Ich muss sagen, Satisfactory Factorio macht mich wirklich auch ein bisschen geil, glaube ich. Bist du krank? Du warst mal beim Arzt oder so, irgendwie? Bringt nichts, war bei Therapie schon mal. Ich werd geil wegen Satisfactory. Ja gut, das heißt schon Satisfactory, es befriedigt dich halt, ist ja klar. Ja. Was ein Branding. Mich nervt das, wenn die einfach mal Pause, so Zeit anhalten können, Max. Für so Games. Weißt du, was ich meine? So, im Winter kommt, ist zu viel. Im Winter kommt halt jetzt auch es wahrscheinlich... Es kommt noch Nightingale, es kommt noch Skulls and Bones. Das ist dumm. Also ich weiß nicht, wieso letztes Jahr so eine Flaute war und jetzt einfach... Ich habe auch Palworld noch nicht eine Minute gespielt. Raffst du das? Das geht gar nicht. Das ist das Game mit dem größten Hype seit Fortnite gefühlt. Und ich habe es nicht mal runtergeladen. Hat jemand von euch noch Wasser? Ja, ich habe noch 8 Wasser. Dann kann ich uns Flachs machen, wenn du mir Wasser gibst. Oh, meine Rüstung wird hier gerade gekocht. Ich brauche einfach eine Tomate. Ich habe ein paar Tomaten auf Vorrat gemacht, warum? Die geben mir +2 Geschicklichkeit und Geschicklichkeit gibt mir einfach straight up Damage. Du musst einfach dauerhaft Tomaten essen. Ich muss die Tomaten am Fressen. Will hier sonst einfach jeder sein eigenes Feld haben für das, was er braucht? Ja. Nee, wir sind hier einer für alle für einen. Ja, so, dann hol du Wasser vom Brunnen, du Wichser. Das machst du ja nie. Du wirst dann einmal Wasser holen. Digga, ich chill mal. Was soll das machen? Nee, ist ja aber so. Du sagst immer Team und dann. Machst du nicht. Ich weiß gar nicht, was du jetzt gerade machst. Digga, ich bin hier gerade am Kochen beim Kupferofen. Das passiert automatisch. Scheiße. Gammelst immer zwischen den Quests in der Base einfach. Digga, jetzt habe ich schon so einen Gammler. Ihr habt mich erwischt nach 2 Tagen. Fuck. Aufgeflogen. Scheiße. Mach das Feld größer. Schnapp dir einen Bauhammer. Wo ist der? Guck mal, ich mach dir ganz viel Leinen für deine Rüstung. Ich will. Eigentlich brauche ich auch Leinen für die bessere Rüstung, aber ich skipp die. Die nehme ich nicht mit, die Rüstung. Okay, jetzt. Wo mach ich Feld? Du brauchst einen Bauhammer? Ja. Hast du noch nicht im Inventory? Auch habe ich gerade Terrain. Dann drückst du unten bei Terrain aus. Ja. Und da brauchst du Farmboden, den baue ich dir kurz und gebe ihn dir. Gibt keinen Farmboden. Ja, die gebe ich dir ja schnell. So. Wir haben keine Erde mehr. Max, hast du bekommen? Was denn? Ich hab dir das Ding gegeben. Ich weiß nicht, was deiner gerade macht, aber der ist genau der gleiche. Ist 1:1 der gleiche. Oh, okay. Aber danke. So, jetzt gebe ich dir Farmboden, schenke ich dir. Wo ist das hin? Hier. Ist nicht viel, egal. Schenken, Noriax, alles. Zack. Dann mach das Feld mal schön größer. Ja. Schaust du auf Fernkampftreffer, Ausdauerpunkte. Fernkampfschaden, Nahkampfschaden, Magieschaden. Junge, Wache des Nordens Handschuhe sind krass, Alter.
Ruby Fortnite? Ruby Fortnite. Ich brauche eigentlich auch zwei Ausdauer-Regenerationsringe, oder? Giftsack ist ja auch hardcore, aber das machst du nicht vergifteter Pfeil, ne? Nein, mach ich nicht. Es gibt später Explosionspfeile, die sollen krank sein. Wir haben irgendwie neu bekommen Kessel, bei wem kann man das nochmal bauen? Frage. Nicht genug Materialien, was fehlt denn jetzt wieder? Achso, das Lehm haben wir eh erstmal nicht mehr. Kohle hier raus. Wenn Max nicht rauskommt, der wird so glücklich sein. Was ist? Du wirst so happy gleich sein, wenn du rauskommst. Das ist gut. Bester Tag deines Lebens, glaube ich. Kessel war in der Truhe von uns. Ja, stimmt, hier in einer der Truhen ist ein Kessel drin. Glaube ich hier? Das ist echt sehr gut, was du da machst. Wo haben wir den Kessel? Wofür brauchst du den denn? Weiß ich nicht, aber den konnten wir neu lernen. Das ist immer eigentlich gut, wenn wir muss noch größer? Haben. Ja. Ich weiß nicht, wo er ist. Wenn wir jetzt noch einen Brunnen haben, ist GG. Wir können es halt so buffen. Ich krieg so viel Leben durch die Erdbeeren. Ja. Und durch die Leinen kriegst du so viel eine bessere Rüstung. Für den Fight gleich nur. Ich guck mal. Ich glaube, ich brauche nur so 3-4 Tomaten für den Fight und dann reicht das auch. Ich habe Tomatensetzlinge, aber keine Tomaten. Scheiße. Ich kann ja Tomaten anpflanzen. Mache ich. Wir brauchen halt unendlich Wasser, dass das hier geht. Das ist alles nur kurzfristig und dumm, was wir hier machen. Ja. Das ist super, Noreax. Das ist ganz großes Kino, was du da machst. Jetzt ohne Witz. Was ist das? Ganz großes Kino ist halt auch wirklich verrückt, meist. Ist es aber. Ja, du hast recht. Hä? Ein paar Leinen hergestellt. 5 Stück oder so, mehr geht erstmal nicht. Aber wir brauchen Bienen. Bienen sind doch auch krank, oder? Ey, was machst du denn jetzt? Ich muss dir was runter terraformen, damit das hier reinpasst. Okay, fertig. Ich will jetzt den Boss irgendwie töten, ne? Ich will den auch unbedingt töten, er war aber so stark, der Wichser. Nee, wir schaffen den. Ich hab dem richtig viel Damage gemacht. Man kann den so staggern. Staggern. Das ist richtig gut. Euch ein paar Bandagen. Feuerstelle haben wir neu. Durch Kessel. 2 Metallschrott brauchen wir. Hat jemand 2 Metallschrott im Inventory? Nein, müssen wir suchen. Wie können wir denn keinen Metallschrott mehr haben? Das ist ja richtig unangenehm. Hatten wir noch Kupfer, Digga? Wir brauchen mehr Kupfer. Kupfer kann man farmen, aber kein Metallschrott mehr. Und ist es in den Kisten? Ist nichts. Guck mal, wirklich jemand bei euch im Inventory. Wir brauchen 2 Stück für eine Feuerstelle. Ist 2 Metallschrott. In den Kisten? Nee, ich weiß nicht, was ihr damit gemacht habt. Niemals. Ich hab mir Teile gecraftet. Mit allen? Nicht mit allem. Also, du brauchst Metallschrott für Pfeile! Ja. Du bist raus, glaube ich, Wieland. Und jetzt können wir keine Feuerstelle bauen, weil du nicht 2 Stück übrig gelassen hast. Ich habe 40 Metallschrott oder so gefarmt. Mann, ich sehe überall Pfeile in den Kisten, Alter. Wieland craftet sich das? Ist das so krass? Das ist schon gelogen, Alter. Hier ist eine Kiste voll mit Pfeilen, der craftet noch. Ist das dumm, Wieland? Oh, ein Scheiß, Alter. Ey, also wir keinen Kupfer mehr haben. Was brauchen wir denn? Wofür brauchen wir denn die Feuerstelle? Ja, die kann wahrscheinlich vorbereiten, dass du nicht selber kochen musst. Dann lege ich da 50 Pilze rein und muss die 50 scheiß Pilze kochen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich gehe kurz ein bisschen Metallschrott farmen, gib mir eine Sekunde. Okay, und Noreax geht Kupferfarmer, ja? Unsere Kupferfarm war nochmal wo? Aus diesen Lagern bekommt man das, ne? Oder? Oh mein Gott, die haben wir gar nicht verbessert. Geil. Wo war ein guter Kupferplace? Bei der Stufe 2 Schnellreise oben, glaube ich, links davon. Plündererhügel. Bei Samus Vermächtnis, wo diese Axt ist, ne? Oh nein, ich glaube, der Kupferplace ist weg. Wie weg? Ja, ich hatte das auch für Pfeile, das stimmt. Ich wusste nicht, dass wir den so schnell wieder brauchen. Ich hab gedacht, ich farm den einfach. Doch, funktioniert so, Wieland. Du brauchst das Ding und dann kocht es automatisch alles fertig. Echt? Das ist krank.
Ja, ich gehe neu holen. Schere ist oben, ich gehe los. Nein, ich habe keinen Kupfer. Dieser Kupferspot ist weg, wo wir das Ding hatten. Meinst du, haben wir schon wie, der ist weg. Ja, nein, der Weg, also jetzt ist zu Hause davon, ist gelöscht. So. Das Ding ist, man kann ja jetzt relativ schnell farmen, wenn man die Low-Level-Mobs killt, ne? Oder? Ja, relativ. Wie kommen wir jetzt da hin? Ja, es leckt, wenn ich die Karte öffne. Ja, ich one-shotte die hier. Ich one-shotte die, also, holy shit, ja, ich kann mit Heilschrott farmen wie kein zweiter jetzt. Ich kann hier durch durch diese Base hier durchlaufen und ich one-shotte jeden Gegner mit meinen Pfeilen auf 100 Kilometer Range. Ob diese Geschichte das war? Ich denke nicht, ich denke, sie ist frei erfunden. Ich habe schon viel mit Heilschrott gefarmt. Aber ist ja keine langfristige Lösung. Ja doch, ich muss halt einmal richtig lang farmen, checkst du? Ach, sehr gut. So vom Ding. Oder? Wie viel Metallschrott brauchst du? Zwei nur, das ist wirklich gar nichts. Ja, dann komme ich direkt zurück gleich. Oh ja, Kupfer brauchen wir für Nurex, der muss jetzt mal tankier werden. Die beste Rüstung, die wir haben, geben wir Nurex. Ja, fair. Das ist hier Lehm, ne? Das ist kein Kupfer, scheiße. Ich gehe mal tiefer rein, wo war doch chillig? Wo war noch chillig Kupfer? Oh! Ah ja, du kriegst 7. Soll ich noch? Ich kann noch ein bisschen länger mit Heilschrott farmen, ne? Ja, mach das noch kurz. Ich will ein bisschen Kupfer für Nurex holen. Ja, deswegen. Wir müssen uns OP machen. Wir müssen diese scheiß Gegner besiegen. Das wäre wichtig. Echt ganz geil. Das macht gerade über Bock, sich auch mal stark zu ziehen. Ja, das macht echt extrem Bock. Wo war denn Kupfer? War das da, wo ich dachte? Wie viel Metallschrott brauche ich für einmal 50 Pfeile? Ich habe die Rüstung fast fertig, Max. Du musst sie mir holen. Ich wollte nur noch Leinen. Ja, die bauen gerade. Die habe ich, die Leinen, die du gebaut hast, habe ich schon rausgeholt. Ich sterb hier. Meine Schadensanzeige ist weg. Ich brauche einen Flachs noch. Haben wir, habe ich. Ich habe hier viel Flachs gefarmt. Aber wo war jetzt hier geil Kupfer? Ach du Scheiße. Fuck. Das Problem ist, ich brauche noch eine leichtere Kupferstelle, das gibt's ja wohl nicht. Oh, zwei Leine, aber meint. Das Problem ist, wenn man diese Low-Mobs tötet hier, die droppen halt leider auch nur Low-Level-Waffen. Ich brauche 10 für... Oh, hier ist eine goldene Kiste. Ey, wir brauchen unbedingt einen Altar an Kupfer. Ich glaube, Kupfer brauchen wir jetzt in Zukunft noch öfter. Das kann sein. Bin ich dumm? War hier nicht irgendwo? Jetzt habe ich was Neues entdeckt. Das wollte ich doch gar nicht. Ich habe jetzt schon wieder 30 Metallschrott zusammengefarmt. Das ist crazy. Oh, hier ist Wasser. Ein Brunnen ist hier noch. W-Langbogen. Nee, der ist nur Level 7, der scheiß Langbogen. Der bringt gar nichts. Scheiße. Das ist alles Lehm, ey. Ich kotz doch. Du brauchst so sehr Leinen, Max. Du weißt ja nicht, wie sehr ich Leinen brauche. Ich weiß nicht, wo wir Kupfer farmen können. Ganz oben, wenn du B drückst. Ganz die höchste, das ist die höchste Stufe 1 Base. Warum die höchste Stufe 1 Base? Ja, weil da neben direkt eine Kupferader ist, du Lachsnacken. Sicher? Boah, ja, 100%. Ich bin echt weit dann falsch gelaufen jetzt. Digga, ist ja schon wieder 22 Uhr. Das ist
ist ja wohl, das ist, das Game ist die größte Scam-Scheiße. Digga, das ist Kupfer, ja, krass. In dem scheiß Game, leider. Guter Call, Nuriax. Richtig guter Call, junger Mann. Ich sag, hinten geht nicht so einfach. Habe ich jetzt das ganze Lager schon ausgerottet? Da haben wir letztes Mal 5 Stunden für gebraucht. Ja, hier wollte ich hin. Gestorben. Ich fahre noch ein bisschen mehr Kupfer ein. Ich komme einfach dann zurück, wenn... Drop mal den Flux, Max. Drop mal den Flux. Flux, Max. Max, hallo? Sicher? Ja, ich muss das zu line machen. Sind die schon hier? Die waren aber krank gefunden. Ich bin extra nach da hinten gelaufen, ne? 4 Stück habe ich Flux gefunden. Krass, oder? Ja, das ist krass. Wir brauchen halt eine Menge mehr eigentlich noch. Wir werden bald unendlich haben. Wir haben jetzt die Felder. Alles easy. Wir müssen jetzt nur immer mal wieder warten. Okay. Weil da habe ich noch nicht das krasse Schild. Und das Schild ist eigentlich das OP-ste, was ich brauche, um zu blocken. Ja, die Hits, glaube ich. Sicher? Ja, lass dich ruhig von deinem Chat helfen mit Backseat Gaming. Was du geil brauchst zum Tanken. Hä? Ja, ich check schon nicht. Ja, das muss schon passen. Wenn nicht, schrei ich einfach Romatra an. Auch gut. Wir haben den Boss noch nicht besiegt, wir müssen unbedingt den Boss besiegen. Der sah aber auch richtig cool aus, der war geil animiert und alles. Die Flamme hier ist wieder gespawnt. Ich hab schon... Oder? Nee, das hat doch nicht funktioniert. Doch, ich hab wieder 2 Funken bekommen, einfach umsonst, weil die Flamme hier respawnt ist. Das ist geil. Das ist echt geil. Ich hab 3 volle Ausdauerbalken jetzt. Schaffst du das? Das ist krank. Warum hast du das? Weil ich jetzt auf, weil ich auf Ausdauer skillen musste für den. Stellt euch vor, wir hätten den Gegner direkt besiegt, das wäre krank gewesen. Ja, aber ich hatte... Kriegt ihr XP, wenn ich Erz abbaue? Nee. Nein. Das Gute ist, Romatra, wenn du dich ein bisschen levelst, wenn ich unterwegs bin, und du findest einen guten Zauberstab, kannst du mir den ja einfach geben, oder nicht? Ja. Miki hat ja heute Morgen Solo gemacht, welches Level war Miki denn? Schon Level 15, glaube ich. Oh, jetzt kommt hier Härtetest von meiner... Ey, Digga, ich sieh so scheiße aus. Was ist das denn? Ingame? Ich bin tot. Ja klar, Ingame. Oder findest du, dass ich ihn echt scheiße aussehe? Hallo? Ich hab ihn verkackt, Alter. Mann! Also, woran bist du denn jetzt gestorben, bitte? Ich hab alleine nicht... Ich hab zum ersten Mal alleine gegen diesen Typen mit diesen Giftbeilen gekämpft, Alter. Der hat mich einfach gefickt. Der hat mich straight up gefickt, hat er mich. Max, guck, wie peinlich ich aussehe. Ja, ich finde, sie ist stabil. Na, fuck, was ist das denn mit dem Schnauzer? Ja, okay, der Schnauzer ist verboten. Ich finde deine Rüstung cool, nur der Helm sieht ein bisschen shit aus. Aber jetzt bist du gut tanky. Ja, hoffe ich, Digga. Wenn ich hier schon first fall instant down... Hast du auch Tank geskillt, wirklich? Ja, ich hab richtig... Ich bin fast am Ende sogar. Du kannst dich auch umskillen, ne? Du kannst auch nochmal jederzeit neu machen. Soll ich mal richtig frisch nur only tanken? Aber dann mach ich mach halt null Damage. Aber musst du ja nicht. Aber ich finde, also Leute meinten so, dass es am geilsten ist, wenn ich so in Krieger mit Mix mit tanke, dann mach ich Damage. Ja, du kannst ja, aber wenn du Tank durchgeskillt hast, kannst du danach alles auf Krieger machen, oder? Geht sich das nicht aus? Also ich habe zum Beispiel meinen, also einen Skillbaum von mir habe ich schon durchgeskillt quasi. Ich muss jetzt sogar schon auf den anderen gehen. Du hast Tank schon durch oder so? Nein, ich hab Bogenschütze schon durch, ja. Schnell reise wieder zurück. Wir müssen einmal noch den. Gehen wir los gleich? Nein, gleich, Digga, ich hab die ganze Zeit Scheiße geholt. Bin genau an der gleichen Stelle wie ihr im Spiel, komme beim Boss nicht weiter. Bin gespannt, wie ihr das macht. Okay. Das ist dann. So, Kupfer. Falscher Ofen. Hier rein. Kupfer, zack. Kohle fehlt doch. Wieso hast du keine Kohle hergestellt, Nuriax? Ja. Diesmal super easy. Erde brauchen wir. Erde da rein tun jetzt. Nur 3 Metallschrott. Irgendwo Erde abbauen, wo sie chillig neu wächst. Ich brauche 10 Metallschrott und 50 Teile Erde. Das ist ganz schön teuer. Wo kann ich denn Erde abbauen, dass ich Erde chillig kriege? Hier spawnt auch neu, oder nicht?
Mit einem Schlag 8 Erde. Das ist ja ein Traum. Oh mein Gott. Boah, dass wir das nicht gemacht haben, wir sind so cringe, ne? Wir sind die größten Wichser, dass wir keine Kohle haben. Man macht mit einem Schlag Erde auf den Boden 500 Erde und mit einem Schlag auf Holz, mit einer Axt, macht man 500 Holz. Und dann hat man unendlich Kohle und uns fehlt Kohle. Ich habe halt Teer hergestellt, also uns fehlt jetzt halt kein Teer mehr, ne? Also das wird Konsequenzen haben. Nee, wahrscheinlich brauchen wir bald Teer und dann wirst du mir danken. Checkst du? Okay, ich bin jetzt Full Level Tank, aber habe dafür nur ganz wenig Krieger. Ich komme jetzt zurück und dann bringe ich die... Kann jemand mal bitte gucken, wie man den anderen Gleiter macht? Bitte. Ich habe schon geschaut, wie man den anderen Gleiter macht. Und? Ja, du gehst zu dem Typen hin, der Schreiner, oder wie er heißt? Boah, ich kann schon ernten wieder, geil. Ja. Guck mal, hier, den kannst du den Gleiter machen. Hier, bei Willkommen, mein Freund. Hier, Gleiter, Goldener. 4 Leinen, wenn wir alle... Ah ne, wir brauchen einen Miasma-Sack dafür, der fehlt uns. Ich tue jetzt erstmal... alles, was ich habe hier so in die Kisten. So, ich habe jetzt die... Ich habe jetzt 40 Metallschrott hier in die Kisten getan, okay? Check, kannst du es jetzt bauen, das Ding? Du kannst es auch bauen, bei der Frau einfach, bei der Gemüsefrau. Bei der Gemüsefrau, wann baue ich das Ding jetzt einfach, komm. Feuerstelle? Oh, cool. Warte. Tu da mal unser ganzes Essen rein, was wir haben, gefühlt. Ja, mach ich. Wo tue ich denn die hin überhaupt? Ich tue die nach draußen, oder? Aber man kann nur eine Sache gleichzeitig machen hier. Das ist ein bisschen stressig. So, jetzt habe ich schon mal 16 Flachs. Jetzt mache ich jetzt mal Leinen draus. Boah, der macht das, der braucht lange. Der braucht Leinen. Geil. Was ist? Der braucht lange, für ein Stück Fleisch braucht der 3 Minuten. Also das ja, ist doch super, brennt dauerhaft. Ja, aber da müssen wir immer das richtige Fleisch reintun. Checkst du? Ja, ist doch geil. Sammeln wir mal alles Fleisch zusammen, hilf mir mal. Oder, ja, ich mach das alleine, scheiß drauf. Ja. Ich mach nur das Fleisch, oder? Der Rest ist mir egal. Geil. Was macht Nurex da? Ich sitze im Feld, ich muss kurz Beine ausruhen. Scheiße. Nurex spielt nicht genug. Digga, ich will jetzt kämpfen, lass kämpfen. Chimmer. Bist du jetzt stark? Ich brauche noch Erdbeeren, mal gucken, ob ich stark bin. Ich kann es nicht einschätzen, wenn ich nicht wieder One-Hit umkippe, dann bin ich wohl zu schwach. Ich glaube nicht, dass du One-Hit umkippst. Ich meine, jetzt kein Damage mehr, das ist halt ganz blöd. Ja, aber du brauchst kein Damage. Ich mache wirklich, glaube ich, so unendlich viel Damage jetzt. Aber wie level ich jetzt? Du schießt halt Metallschrott, das bricht nicht halt. Du kannst jetzt Damage leveln. Auf Krieger. Oder? Ja, aber ich level jetzt über langsam, weil ich nicht mehr Sachen töte und so. Nein, du levelst trotzdem. Nein, wenn wir nebeneinander stehen, kriegt jeder gleich viel XP. Oh. Ich mach hier anderes Ding in die Warteschlange. Ich mach die hohes Wild mache ich rein in die Warteschlange. Ich glaube, das ist cool, gegrilltes Wild. Jetzt zack. Mit 43 jetzt in der Warteschlange. Jetzt können wir uns immer hier gekrilltes Wild rausnehmen. Guck, das meinte ich nämlich. Das war super. Ich würde jetzt mal aber trotzdem auch kämpfen gehen jetzt. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen. Oder? Den guten Gleiter wollten wir noch machen. Nee, das schaffen wir nicht alle. So, wir brauchen das blaue Zeug nochmal. 8 ja. Leinen. Nee, 8 Leinen. Braucht man den? Wir brauchen, das Ding ist, guck mal, wir bräuchten die Leinen dafür. Und? Und wir brauchen einen Miasma-Sack. Und davon haben wir nur 11 Stück. Und 8 Stück braucht man pro Gleiter. Das heißt, uns fehlen 16 Miasma-Säcke, damit wir alle. Wo macht man denn das Teil? Dann kriegt irgendjemand hier ein. Ihr habt auch die Miasma-Säcke nie mitgenommen. Schon wieder. Ich wusste, dass ihr das wieder brauchen. Nein, ich glaube, ich war tatsächlich der Einzige, der die gesammelt hat. Wo baut man das Ding denn? Ich sag, von 11 Miasma-Säcken habe ich 8 gesammelt. Bei welchem Motherfucker, wer baut den Gleiter? Von da fortgeschrittener Gleiter. Ich brauch den nicht unbedingt. Noch nicht. Ich brauch den unbedingt, leider. Ein Teil können wir machen. Ne, du hast jetzt die Rüstung bekommen, ne? Ja, aber ich muss ja auch fliegen. Zeig mal, wie siehst du eigentlich aus? Scheiße.
Bro, du siehst echt überarsch aus, Bruder. Also, sorry. Also, siehst ja überhaupt gar nicht krass aus. Ich brauch den Gleiter jetzt, Max, sonst bin ich traurig, weil ich so scheiße aussehe. Mann, der Typ sieht Bro, du hast jetzt die ganze Rüstung bekommen. Ich hab dir alles gegeben, was wir hatten. Okay, dann drop ich jetzt meine ganze Rüstung. Ich will die Gleiter, bitte. Das ist ja krank, Alter. Boah. Ich quitte Tank, Digga, kein Bock mehr. Boah, sieht der Arsch aus, der Typ. Ist das scheiße. Aber ich sag ehrlich, es ist nur der Helm. Ich find die Rüstung geil. Okay, gut. Was brauchen wir noch? Wir sind fertig hier, ja? Aber wir sind fertig. Max, drop mal den Gleiter. Dann lass die mir erstmal Säcke mitnehmen. Fixer Scheiß, scheiße aus. Leih mir mal den Gleiter, Max. Max, ganz kurz. Ey, Noex, ich war gerade eine halbe Stunde für dich Kupferfarm. Okay. Hab deine ganzen Flanschen geholt für deine Sachen. Flanschen. Alles. Flasch. Okay, wie heißt das? Flasch? Pflanzen. Gehen wir los jetzt? Also, es ist jetzt soweit. Flachs heißt es. Lass kurz pennen, wird gerade dunkel. Kann man Flachs jetzt hier ändern? Dann könnte ich mich auch noch schon die Leiter mal annehmen und für die Scheißsäcke, Mann. Ich hab Bock. Wir haben genug Leinen, du brauchst die Säcke. Ich finde so geil, dass es einfach feststeht, dass ich immer im Bett lieg und wir irgendwie immer die gleichen Betten benutzen. Ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Digga, dass du mit Rüstung stehst, ist wirklich sehr, sehr, sehr ambitioniert. Bin ja. Aber stell dir vor, du schlägst in so einem Metallhelm drin, Alter, in so einem Kupferhelm und legst dich damit auf deine Matratze. Also ich finde AirPods Max kommen da ran an diesen Metallhelm. Oh. Triggert mich, dass die Betten nicht alle drei gleich stehen, Tja. Ist doch Tag, ist doch hell. Egal, wir haben ein bisschen gechillt bis Nachmittag. Wir verpennen jedes Mal. Ja, alles wir jetzt muss ja, hier rein. Alles klar, ich muss die Munition mitnehmen. So, wie hoch, Digga, es ist so viel auf der Map hier los, ich check gar nichts mehr, was abgeht. Ich weiß. Ja, mein ganzer Chat nervt mich, ich soll diese Zaubermunition. Ja, mach Chat einfach aus, scheiß drauf, du liest eh nicht. Mich triggert das Lagersystem, ja, mich triggert, dass du kein Sub bist, so. Ich tapfe mich jetzt hin und dann geht's ja weiter. Stufe 15 Feuer nehme ich mit. Was war das für ein Gegner, ein Eisgegner? Ja, sah so aus. Auf geht's, unser Ausgrupp-Buff läuft ab, wenn du nicht kommst. Ich komme. Nur als Sub ist Kritik erlaubt, ist richtig. Ich finde nicht mal da, also nur als T3 Sub ist Kritik erlaubt. Sobald ihr mal hier 20 Subgifts gelassen habt, dann dürft ihr mich auch durchbeleidigen. Dann dürft ihr wirklich. Das ist mir scheißegal, dann dürft ihr. Nach Strich und Faden, ihr dürft mich doxen, alles. Bro, wer 20 Gifte gelassen hat, der keine Ahnung. Der kann mir ins Gesicht spucken, wenn er mich sieht. Komischerweise ist es nicht ja dunkel, obwohl wir durchgeschlafen haben, Max. Was ist das denn für eine Scheiße? Wieder zurückreisen. Nee, wieder nicht mal schlafen, mach du mal alleine. Komm, mach mal ein Schläfchen. Geht das alleine so schnell? Ja, liegst du schon? Nicht. Ja, guck, oh mein Gott. Stell das Bett um. Ja, aber nur mal 20 ist jetzt. Wie lange geht das? Egal, das geht so schnell. Mal 20 ist ja. Mal 20. Die Zeit war jetzt 20-fach schneller, das ist doch nicht schlecht. Ist das gut? Reicht das? Ja, das war schnell wieder schön. 20-fach so schnell. Nehmen wir an, die Nacht geht. 10 Minuten. 20-fach so schnell. Ist doch gut. Ja, irgendwie hat die Rechnung keinen Sinn gemacht gerade, Max. Nee, stimmt auch. Doch, stimmt. Ey, ich will einmal den Gleiter testen, Max, bitte. Und es ist hell. Komm, Romatra, super gemacht. Du kriegst gleich den nächsten Gleiter. Du hast all unser Kupfer bekommen, all unsere Kohle und all unsere Leinen. Stimmt, nur damit du jetzt endlich mal nicht die ganze Zeit am Level 1 Gegner stirbst. Digga, ich geh jetzt so down direkt, ich werd so durchgeflamed. Das ist so krass, wenn du jetzt einfach down gehst, wäre richtig peinlich. Wo sind die Leute in deinem Chat, die sich mit dem Game in- und auswendig kennen, die schon Level 50 sind? Warte, du tust so, als ob die Rüstung mich so hart macht wie dann. Ich bin Level 12 oder so und kämpfe gegen Level 20 die ganze Zeit. Also klar geht man down als Tank. Den unterbassten Job, Alter. Nein, nein, lass uns nicht mitnehmen jetzt. Bro, unser Upgrade, wir haben gerade einen Ausgebuff, der läuft ab, wenn wir jetzt nicht kämpfen. Let's go. Wo müssen wir genau hin? Flieg einer mal vor. Ich flieg vor. Naja, so viel krasser ist der Gleiter jetzt nicht. Ich bin jetzt bis hier geflogen. Das sieht geiler aus, Digga. Ich bin 10 Meter weiter geflogen als ihr. Ich habe gedacht, da kommt mehr raus. Schade. Der Ausgeruf-Buff geht hier hart. Rein? Nee, wie kommen wir hoch nochmal? Ja, wie sind wir hier hochgekommen? Doch hier rein. Ja, doch hier rein, ne? Ja, der Ausgeruf-Buff geht echt hart. Den kann man hochmachen, wenn wir unsere Deko und so weiter verbessern. Ja. Dann kriegen wir den von 14 Minuten auf. Okay, ich geh jetzt rein. 20 Minuten. Oder wer geht rein? Nein, eigentlich muss Norex jetzt rein. Jo, mehr dann bis dann. Ah, warte, einmal beim Respawn-Button? Ah, scheiße. No, nein. Wo ist der Respawn? Du musst den töten. Oh, ich bin Hälfte. Er hat mich einmal hier die Hälfte schon wieder weg. Ich halte zwei jetzt aus. Geil. Hattest du dein Schild draußen? Ja.
Guck mal, jetzt will ich deinen versprochenen Damage sehen. Irgendwie muss ich hier... Oh, jetzt drauf, er ist gestaggert. Haut drauf, Noreax. Kein Damage mehr, glaube ich. Ich mach gut Damage. Ich mach 300, 600 Damage im Schlag. Oh. Er hat mich dumm gemacht. Du kriegst kein Damage. Das ist geil, Noreax. Machst du gut. Das ist gut, wie machst du das? Ich block voll durch, Digga. Ich bin einfach nur. Ich hab mich mit Knockout, bin Passout in der Ecke. Was ist verstanden? Ist der jetzt. Was ist der? Wir haben ihn halt. Bro, Noreax! Was denn, Digga? Ich tank alles weg, Schimmer. Ich muss auch ausweichen ein bisschen. Digga, ich tank das schön. Steil. Gestaggert, jetzt auf das Gesicht schlagen. Ah, ich hätte Eis gegen ihn machen müssen. Ich hasse euch. Wie machst du das, dass du ihn so machst? Boah, guck mal, wie viel Damage. Haben wir. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Ich muss mich heilen. Der ändert seinen Typen. Gestaggert, der stirbt, jetzt stirbt er. Ich mach 500 Damage oder so, wenn ich ihn da treffe. Yami. Komm schon, Yami. Ich rufe nur rein. Nice! Boah, GG, Alter. Jeder schaut rein. Was hat der? Mana, Lebenspunkte? Das ich brauch Lebenspunkte. Ich brauch das Lebenspunkte, ist mein Ding. Lebenspunkte, ich muss denken. Schlüssel zu Burg Ehrenstein. Boah, GG, Alter. Ich hab Terbung aus Versehen genommen. Dann nimm. Ey, ich will den Ring! Nimm doch. Ich brauch den Ring zum Tanken. Du kriegst den Ring. Ich will ihn nicht. Er gibt mir. Schenken, Noreax, alles, zack. Der Bogen ist Level 15. Oh, geil, Mann. Sammelt eure Leichen noch auf, hier liegen eure Leichen noch. Ist das meine Leiche hier? Weiß nicht, da steht oben, wird dir angezeigt eigentlich, ob es sein ist oder nicht. Ja, ist meins. Also, das ist, glaube ich, das von Noreax hier. Hier liegen noch Leinen rum und so. Lauft mir hier am Rand rum und sammelt ein bisschen. Wasser. Der Kampf war geil, Digga. Der war echt gut. Du hast richtig getankt, sogar, Mann. Ja, gut gespielt, Noreax, wirklich. Ja, Digga, jetzt hab ich noch Rüstung, Alter. Jetzt tank ich auch mal was, ihr Lappen, Digga, hä? Wie geil der auch hier noch liegt, wie er einfach liegen bleibt, wie cool. Ja, das ist krass. GG, mach mal auf. Sehr Schlüssel gut, benötigt. Nice. Hab ich. Der Ring ist Magie. Der Ring ist für dich. Der Ring ist nur gut für dich. Oh, ich schere. Ah, warte. Wieder zurückschenken. Nee, ihr habt den jetzt verkraftet. Gönn ich den nicht. Ist einer am Boden? Ah, hier. Viel Spaß mit dem Ring, Max. Mann. Ich drück ausrüsten. Passiert nichts. Was soll das? Was ist denn das? Was ist eigentlich für ein Schild, was du da hast? Ja, was ist hier jetzt? Ah, hier ist noch so eine Seitenkammer. Oh, hier gibt's noch was. Wollen wir erst runter hier durch die Tür durch? Ah, beschlüsselt zur Burg. Wir müssen hier noch Burg finden. Wo war's ein geiler Kampf, Alter? Gut. Wo seid ihr hin? Ich muss den Ring ausrüsten. Einfach hochgüpft. Oh. Was ist hier? Hier seid ihr hochgehüpft? Verarscht ihr nicht? Nee, das haben wir tatsächlich so gemacht. Schlüssel. Hier Doppelsprung habe ich ja nicht. Nein, du brauchst den. Wir brauchen dich. Du hast den Schlüssel. Den kannst du überall benutzen. Dann geh aber ihr seid hier Doppelsprung gemacht und ich habe keinen. Ich habe keinen Doppelsprung mehr. Ich habe das auch geschafft, Bro. Aber komm hier runter, Max. Hier, mach hier auf. Ach ne, hast du schon. Ne, hast du gar nicht. Du kannst ihn aufmachen, Max. Bin oben. Ja, das ist da oben. Da ist nichts. Oh. Mann, ich hab jetzt so lange hierher gebraucht. Aber ich hab dir schon vorher gesagt, dass du wieder runterkommen sollst. Du hast einfach weitergemacht. Hier, oder kannst du den nicht aufmachen? Ah, doch. Ich glaube, oben geht's auch noch mal weiter, aber das erstmal hier unten. Ja. Geil, hier ist ja richtig super. Ich kann mal vorher nicht wissen, ne?
Noch einer. Schlüssel zur Burg, oder was? Hm. Ja, da, wo wir gerade waren. Lass das denn noch nicht wechseln. Ah, hier hinten, oder? Das wird da, wo wir gerade waren, wie schlecht. Hier oben geht's rein, auf jeden Fall. Lass mich aufmachen. Das ist einfach der Hausmeister, Max. Nee, das ist Scam, das Betrug. Nein, nein, wir müssen einfach weiter hoch. Oder? Ja, lass doch rübergehen. Oh, es gibt hier so viele Wege, das finde ich so geil. Das hasse ich. Ich weiß. Sollen wir gehen einfach mal weiter? Ups. Wow, was ist das? Ja, das ist so eine Einmal-Scheiße wieder. Mann, ey, ich hasse einmal Verbrauchsgegenstände. 20% Magieschaden, hm. Nimm mit. Kommst du gar nicht. Nimm ich mit. Kannst du für den nächsten Bosskampf dann aktivieren irgendwie. Ja, wirklich. Nee, aber hier muss noch mehr geben. Das war's. Wieso denn? Wieso? Wir waren doch gar nicht oben ganz in der Burg drin. Hier muss es mehr geben, Leute. Wir sind ganz oben in der Burg drin, oder nicht? Nein, guck doch mal, wie hoch die Burg da hinten noch geht. Da waren wir doch nicht ganz oben. Niemals. Wir sind von hier gekommen, ne? Ja. Von hier, ist die Tür offen. Aber guck mal, hier kann man schwingen. Ja, aber Mann, ich will da nicht runterklettern. Toll. Oh mein Gott. Was ist? So scheiße. Oh! Wow. Max auch, aber hier müsst ihr jetzt noch. Ich kann mal nochmal aufmachen. Schaffst du es hier hoch? Schaffst du es nochmal hier hoch? Ist das krank, Alter. Max, doch mal! Warum will ich eine Runde machen? Was ist das? Digga, ich kann nicht springen. Wenn ich Leertaste drücke, geht er automatisch runter. Ey, Digga. Irgendwas klappt hier nicht. Max, hast du das Monte Steuer-TikTok gesehen? Nee, wie geht das? Das will ich dir gleich zeigen. Oh, warum? Weil das wird so, weil es aber witzig ist. Es geht um dich. Ja, Stiefel. Wie geht das denn? Wieder erzählen die Pointe. Er wünscht. Nee, was war's? Also, du sollst zur Hölle fahren. Warum ich denn? Ja, die Pointe ist, dass du zur Hölle fahren sollst, Max. Ja, das ist krank. Also, das verstehe ich nicht. Wie geht das denn? Ja, lass mal hier rüber noch. Ach du Scheiße. Oh, hier geht's noch rein. Guck mal. Ah, nee, ja. Hier hoch? Aber warum denn? Fahr zur Hölle. Ja, fast ja, ihr müsst doch ein bisschen auch davor erklären. Ja, weil du es okay findest, die Steuern zu zahlen. Ja, dass du noch nicht ausgefahren bist, deswegen sollst du mal gefälligst zur Hölle fahren. Du musst das TikTok dir angucken, bitte. Das ist so geil. Ich schick dir das gleich. So, Freunde, wir kommen hier aber nicht weiter, ne? Doch, doch, guck mal, hier kann man sich durchbauen. Laber, oder? Keine Scheiße. Wir sind Sisyphus gerade. Und jetzt? Das ist wieder der Raum, in dem wir gerade eben waren. Ja, aber hier geht's noch hoch, Mann. Als ob es jetzt zu Ende ist einfach. Das ist doch überall. Mann, wir haben doch den Endgegner gelegt. Was willst du denn? Hier, bin ich oben. Hier ist noch eine Kiste auf jeden Fall. Ich gehe jetzt weg. Nein, dann gib den Schlüssel ab. Wenn du weggehst... Wir suchen uns jetzt einen neuen Auftrag. Ja, okay, dann such du schon mal den neuen Auftrag. Es geht hier hundertprozentig noch irgendwo weiter. Wir waren noch nicht oben ganz. Ich akzeptiere es nicht, dass wir nicht oben auf der Burg waren. Chat, was ist noch richtig stark? Was ist noch richtig stark? Okay, Chat, die Bitte des Schmiedes ist heftig. Kommt, wenn wir oben sind. Die Bitte des Schmiedes. Kommt hier noch irgendwas richtig Krankes, wenn wir hier oben sind? Ich. Boah, hier müssen wir böse weit in den Osten. Ja? Nein. Ich check nicht, wie Leute sich so genau daran erinnern können, dass sie gespielt haben, Digga. Ich kann mich an keinen einzigen Dungeon, den wir davor gegamed haben, erinnern. Lohnt sich schon. Die Burg oben hat nichts. In den Turm im Keller ist noch eine versteckte Truhe. Oben ist nichts mehr.
Okay, aber wir müssen jetzt die Bitte des Schmieds, würde ich fühlen. Was gibt die Bitte des Schmieds dir? Das ist Main Quest. Wie kommen wir, wenn wir hier unten sind, wieder, wenn wir hier drinnen sind, wieder raus? Bitte gib mir schnell den Schlüssel, wenn du rausgehst. Mann, wir brauchen dich aber! Ich weiß, aber ich will hier unbedingt noch was schauen. Ja, dann komm doch hierher wieder. Ich geb dir den Schlüssel, du kommst her, wenn ich nicht spiele. Was? Ja, ja, okay. Hier schenken. Ist doch gut dann. Okay, ich möchte zu der Bitte des Schmiedes. Okay, guck mal. Hier erstmal zu Hause teleportieren. Geht nicht, weil wir im scheiß Miasma sind. Wie kommen dann wir hier raus aus dem Miasma? Schritt weiter, dann bist du nicht mehr im Miasma. Echt? Ja. Okay, hier jetzt hier zu unserem Zuhause. Geht immer noch nicht. Wo bin ich? Im Miasma, aber es bleibt voll. Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Hä? Wollte ich nochmal in meinen Wieland. Wie findest du den, den ich hab hier? Den Helm? Den hab ich der ist hart. Hier. Gib den mal, ich glaube, das ist meiner. Der geht hart, nee, der gibt eine kritische Trefferchance. Romata, wir müssen jetzt weitermachen. Ja, okay, ja, okay, dann geh weiter. Dann wohin willst du? Ich kann nicht schnell reisen. Jetzt geht's wieder. Hier zum Zuhause nebenan. Okay, und dann? Jetzt wollen wir von hier richtig doll Richtung Süden zu der Bitte des Schmieds. Das wird eine unendliche Reise. Okay, von hier Richtung zur Bitte des Schmieds. Okay, cool. Wollen nur wir Richtung Süden und alles unbekanntes Gebiet. Okay. Wir nehmen hier alles mit, da kommt safe noch Elixierbrunnen und so eine Scheiße. Okay, passt recht. Aber wollen wir einmal kurz zurück teleportieren und auslagern, weil mein... Also, ich habe halt keinen Platz mehr im Inventar, jetzt hier alles zu looten. Machen wir, let's go. Schnell, ganz schnell zurück, aber bam, ja, raus und weiter. Gerne jemand noch eine Kiste bauen. 1 bis 10 ist jetzt, ich finde das Game ist eine solide 9. Obwohl, ich wüsste nicht, was geiler sein könnte. Das sind 10. Ja, aber ich habe das Gefühl, du gibst dir auch gar nicht die Mühe, einmal mit Steuerung R überall durchzulaufen, Max. Dann klar sind dann die Kisten alle voll, wenn du überall einen neuen Stack öffnest immer. Ich habe gerade gesehen, wie du all deinen Scheiß einfach in eine neue Kiste reingetan hast. Ja, weil es nicht klappt, weil ihr auch nie euer Werkzeug zerstört. Ich bin der Einzige, der Werkzeug kaputt macht. Nein, nee, nee, das stimmt nicht. Guck doch mal in die Kiste rein. Ja, guck ich schon, ich sehe da deine Werkzeuge drin. Nee, also dass du einfach einen neuen Stack in der Kiste aufmachst für 1 und so ist halt krank, Max. Hier, wer hat hier die Guillotine zum Beispiel auf Stufe 8? Welche Guillotine? Digga, was für Guillotine? Willst du jemanden köpfen? Aber. Ja. Nichts. Oder? Ja, hier was ist denn? Eine scheiße Hose des Bogenschützen Level 13, mach ich auch kaputt. Mach kaputt. Ja, Weste des Waldläufers Level 13. Das kann, zerstör sie. Löschen, löschen. Reisestiefel Level 5, wer tut das denn hier rein? Handschuhe Level 13, Level 5. Hier ist nur Arsch drinne. Lösch sie, das war vielleicht, muss ich die Schere eben vielleicht. Wer macht das? Ich schere, schere. Das war WLAN. Die Guillotine kann ich nicht kaputt machen, weil die legendär ist. Was für ein Kack. Echt jetzt? Kunstvoller Holzbogen willst du nicht kaputt machen, ne? Doch. Guck mal, jetzt die ganze, uns ist weg. Jetzt haben wir hier eine ganze Kiste voll. Kann man nicht kaputt machen. Hier ist überall Scheiß drin. Kämpferhose hat jemand reingetan, anstatt sie zu löschen. Ich glaube, ich heb jetzt die Schere. Ja, okay, von mir aus können wir los. Ich hab's geschafft. Ich hab alles. Ring des endlosen Lebens plus 3% Lebensraubchance. Wieso hat den keiner von euch? Ich hab den mal abgelegt hier. Ist der nicht voll stark? Soll ich den mitnehmen? Vielleicht. Chat? Legendärer Ring? Boah, der macht Geräusche, wenn man den in die Hand nimmt. Okay, wollen wir. Ich bin bereit, ja. Lass losgehen. Oh, geil, die Sachen hier sind fertig.
Mit Leinen können wir jetzt einen mittelgroßen Rucksack machen, ne? Echt? Ja, wollen wir uns mal 3 mittelgroße Rucksäcke machen? Ja. Oder nicht? Nee, das haben wir nicht in Kleinen für jeden von uns. Das Mann, ich will einen Gleiter haben jetzt endlich. Oder wollen wir noch einmal neu anpflanzen hier? Mm. Ah, ist nicht alles gewachsen. Nee, lass es nicht alles gewachsen. Lass weiterkommen. Komm. Schnellreise. Jungs, hört mir mal zu, ich werde jetzt hier nicht die Stimmung in einmal machen, aber ich habe morgen früh einen Termin und muss, glaube ich, wieder. Ich muss jetzt schlafen. Nein, es ist 22 Uhr, das ist gelogen. Das ist wirklich gelogen, du Wichser, Alter. Digga, ich muss um 6 Uhr morgen wo sein. Ja, du kannst eh nicht pennen vor 1. Das ist so... Digga, aber ich brauche diese Chillzeit im Bett, Digga. Wo du sein musst morgen um 6. Bei meiner Mama. Weiter geht's. Und was machst du am Arsch. Du musst morgen um 6 bei deiner Mom sein, am Arsch. Ja, Digga, das ist der Mama-Marcel-Tag. Der Mama-Marcel-Tag und der beginnt um 6 Uhr morgens. Ja, nein, ich nehme mir nie Zeit für meine Mutter oder dieser eine Tag gehört ihr. Um 6 Uhr morgens, Alter. Junge, das ist die größte Lüge aller Zeiten, die ich gehört habe. Alter. Ja, okay, ich hab gelogen, Digga. Ich kann nicht mehr, Digga. Das ist so anstrengend. Digga, ich quest hier seit wieder 8 Stunden durch, Junge. Ich brech mal zusammen, Junge. Ich hab keine Energie. Guck mal, mit dem. Also, du solltest echt mal drüber nachdenken, ob du es wirklich vorhast, ein Wim Hof-Training zu machen und auf dem Polarberg zu laufen. Mann, Digga, ich hab die mentale Stärke, einen Bären zu erlegen, aber nicht um... Doch, Digga. Okay, wir können jetzt um 1000 Euro wetten, dass ich das schaffe. Nee, nein, lass mal nicht machen. Du kommst doch gar nicht mit, oder nicht? Oder kommst du doch mit? Nee, ich weiß noch nicht, muss ich noch gucken. Ich muss... Was ist das für eine Scheiße? Ich muss das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wer ist da bis jetzt alles fest dabei, Max? So nicht public. Soll ich es public machen? Ja, mach jetzt public announce. Das ist doch eh in 10 Tagen, oder? Ich weiß, Arturo? Ja! Das wird geil. Das ist schon, das bockt schon. Chef Strobel und Kuba? Bin raus. Nee, ganz hart mit raus, Digga. Noah, Niki und ich? Oh, der Stimmler, das Stimmler-Duo, das ist halt verrückt. Alter, was für eine riesen Gruppe seid ihr denn? Ja, jetzt sind wir erstmal mitgekommen. Hast du jetzt doch noch Lust, Wieland? Ich kann nicht, ich muss zocken. Ich war einen Monat unterwegs. Wildschweine, überall Wildschweine. Ich sehe schon wieder nicht die Health. Ja, aber du kannst ja nur alleine zocken dann, bist du dumm? Ist ja nicht, es gibt doch mehr Leute als euch zwei, ne? Nee. Stimmt, hast recht. Wen hast du denn außer uns? Ich kann nur alleine zocken. Ich kann mit Hugo zocken. Ja, aber du kannst ja nicht solche Games mit Hugo zocken, bist du dumm? Nee, aber dann gehe ich in Fortnite wieder rein mit Hugo. Ey! Ja, ich kann auch nicht, Max, ich verliere mein Duo. Base angreifen. Ich muss mein Duo verteidigen. Hier sind keine Gegner, müssen nicht angreifen. Gut, da haben wir geklärt, weiter geht's. Nee, wer noch? Das ist es. Okay. Aber ihr seid echt eine große Gruppe dann, ne? Wir müssen hier runter ins Scheißding, hier kommt. Echt jetzt? Oh, stimmt, müssen wir wirklich. Ist das? Ey, wollen wir einmal kurz reconnecten, damit wir Lebensbalken wiedersehen? Ja, jetzt sind wir hier gerade drin. Einmal scheißen wir noch Lebensbalken. Nächstes Abenteuer. Nächster reconnect, ich connect nicht wieder rauf, weil dann, dann bin ich weg. Das ist so krank, Alter. Hier ist Schleim auf dem Boden, Achtung. Still und heimlich. Vorsicht, Gegner. Ich sehe ihre Lebensbalken nicht. Das ist sehr unbefriedigend. Also Level 15. Wieso ist das Team auf? Max, das war wieder umgekippt. Oh mein Gott, tot. Wieso tank ich dieses krasse Monster, aber die beiden nicht? Oh, so was funktioniert eigentlich ganz gut, was wir hier abziehen miteinander. Max muss nur noch die Macht der Steuerungstaste lernen und dann ist eigentlich, kann er auch nicht mehr sterben. Ich drück die. Weiter geht's, 1000 Meter. Ich markiere mir das mal. Trimax, kommt noch mal irgendwas anderes aus der Fortnite? Mann. Ja. Antwort ihm doch, Mann. Ja, weiter. Antwort ihm doch. Ja, klar, hä? Mann, kennst du diesen Clip nicht von Monte? Wo doch. So ein Zwölfjähriger ihn auf Gamescom fragt, kommt noch was anderes aus der Fortnite? Und er sagt, ja, deine Mutter. Digga. Aufsammeln, der Miasma-Steinball ist wichtig. Super. Jetzt gefällt's mir. Links ist auch noch ein Jasper-Schleimball. Komm. Wenn wir das haben, kriegt ihr doch alle. Guten Gleiter, hast recht. Den guten Gleiter. Ich bin raus. Boah, meine zwei Pfeile kommen angeflogen und töten ihn einfach. Das ist ja das. Du willst hier den töten, oder nicht? Tödliches Miasma. Ah! Hol mich mal hoch. Danke. Was?
Wir sind alle tot. Hoch. Er ist krass. Nuri ist aber, oder? Nee, ich bin auch gestorben. Ich bin am Rand auch gestorben. Aber hast du versucht, mich hochzuholen? Ja. Oh mein Gott, wir sind spawn-trapped. Oder ich bin spawn-trapped. Warum? Ich respawn immer am... Ich respawn im tödlichen Miasma. Digga, was machen wir jetzt? Ist das krank. Was machen wir jetzt? Was ist jetzt? Neuer Account, wir fangen von vorne an. Wir sind raus, Digga, wir sind raus. Jetzt müssen wir reloggen, Alter. Jetzt müssen wir reloggen. Wir haben uns gespawnt, Digga. Was ist denn hier rechts? Das sieht irgendwie cool aus. Voll abgelenkt. Oh, wollen wir hier rein? Na, nee. Ah, das ist schon da, wo wir gerade drin waren. Also, no steht, da waren wir gerade drin. Ja, ja. Oh, warte, kann ich mich da anschleichen und die One-Shot? Jetzt ist es zu spät. Ja, wir sehen wieder. Wir sehen, dass wir richtig Damage machen, Alter. Ja. Ich muss meinen Stuff jetzt holen und danach ein Crashman spielen, glaube ich. Junge, wie ficken die, Max? Ja, aber übertrieben, ne? Die sind Level 15, wir sind Level 11. 12. Wir haben gut geskillt, sage ich. Wir haben echt gut geskillt. Wer ja, meinte, dass das kein auch. So viele Leute meinten, Bogen macht keinen Schaden. Ich bin super OP. Gut, ich hab zwar auch. Schießt halt mit jeder Schuss, ist halt Metall, das ja, ich geht, weiß, ne? ich weiß. Aber man kann echt. Oh, die müssen wir alle farmen für Stuff. Tamam. Das mag ich immer nicht. Tut mir leid. Wieso magst du das nicht, Max? Ja, ich hab ganz. Oh, geil, Stufenaufstieg. Ich hab ganz große Probleme so mit so Ultra-Allmanns, die dann aber so cool sein wollen in der 9. Klasse oder sowas. Und dann sind da halt viele Leute irgendwie, die so türkisch reden oder sowas und dann. Nein, ich bin um der so Allmann. Anzuschließen, ja. So ein Ultra-Allmann, so Ultra, ein Allmann ja, in der ja, Runde ja, von neun ja, Leuten mit Migrationshintergrund, ja, er bestellt also seinen ja, Döner okay. Auf Türkisch. Chill, es passt, Ich sag's, es gibt nichts Uncooleres, finde ich. Ja, okay, ja, check ich, aber ich will das einfach nur, ich integriere mich, checkst du, und ich mach das nicht, um cool zu sein, sondern ich mach das, weil ich das cool finde. Ja, okay, das ist was anderes, aber es gibt zu viele Leute, die sich dabei einfach dann cool fühlen, das ist das Problem. Ja, Chef Strobel, du meinst Chef Strobel, sagst du einfach. Ja, ich meine Chef Strobel. Sag einfach seinen Namen, komm. Ja. Es gibt doch niemanden, der so tamam sagt und das ernsthaft auf cool sagt, natürlich, oder? Natürlich, weißt du, wie viele... Keiner, Digga. Nee, ich glaub auch nicht. Nicht mal Chef Strobel, Digga. Doch, ich also ich rede jetzt wirklich von Schülern, so 14, 50-Jährige. 15-Jährige. 50-Jährige. Ja, gute Zeit. Doch, so 15-Jährige, doch. So voll in der Pubertät, die wollen dann cool sein, so mit den Coolen in der Klasse und dann kratzt die so ein paar türkische Begriffe zusammen, aber sind so dermaßen. Kriegen von ihrer Mutter noch das Brot geschmiert halt morgens. Ja, ja, so. Genau. Und dann sagt der so, tamam, und so ein Zettel. Der machst du, der Brotbox auf, da ist so ein Zettel, ich liebe die Rocks den Tag, weißt du? Und dann muss er den wegknüllen und dann sagt er danach tamam. Ja, genau. Und dann, ja. Ja, genau so. Das ist es. Oder nachdem er dann tamam gesagt hat, geht er nach Hause in sein so, neu gebautes Einfamilienhaus in der Rhein. Nerd und Edis und so, mit denen ich alle Fitnercrafts zusammen zocke. Ja. Absolut passend, cool. Na, ich bin one-shotted, ich kann auch nichts machen. Ich bin wirklich von allen. Guckt euch den Clip an, ich bin full life und einfach tot. Keiner will den Clip sehen. Das Problem ist, nur der Clip auch jetzt. Ja, wir haben's gerockt. Schießt das Mist hier von da oben? Ich bin der Gotti. Halleluja. Ich bin seit 2 Stunden dauertot. Das Problem ist, er hat sogar recht. Migrationshintergrund, das Wort kann ich nicht hören. Mensch ist Mensch. Er hat recht. Krass. Ja, natürlich hat er recht, aber es geht darum, dass du nichts mit Türkisch am Hut hast und dann redest du das, um cool zu sein. Ja. Du siehst aus wie der erste Gegner aus Tor. Guck mich mal an. Ich? Nee, er. Oh, ja, doch, er sieht wirklich aus wie der erste Gegner. Der erste Gegner, dieser Metallgegner aus Tor 1. Findet ihr, ich hab die. Statur von Thor? Nee. Also, dann. Sag's, Wieland, sag's! Also, nee, ich sag's nicht. Ich sag jetzt nicht. Also, du hast eine Statur, da ist die. Pubertät noch nicht abgeschlossen, das sieht man ganz stark. Hä? Du bist groß. Aber groß. Und auch, du hast auch einen guten Knochenbau und alles.
Also das ist auf jeden Fall stabiles Potenzial. Über gut beschrieben, wirklich. Die Pubertät ist noch nicht abgeschlossen. So sieht er aus, ja. Aber man kann schon erahnen, wenn sie abgeschlossen ist, dass du gutes Potenzial hast. Also wenn ich Jim gehe, dass ich stabiler Arzt bin. Ja, genau, kannst sehr stabil werden. Aber wenn jetzt einfach fett wirst, dann siehst du halt scheiße aus, jeder. Ja, dann... Hier sind unsere Dinger, wollen wir die mal holen? Ich muss, glaube ich, wirklich weg jetzt. Ich muss noch aufräumen, ich habe so Haussachen, ich muss die gelbe Tonne noch rausbringen und wenn ich die um 1 Uhr nachts rausbringe, dann töten mich meine Nachbarn. Schnauze, ist weitergespielt. Hey, meine Sachen, Max! Ey! Boah, es war ein Stock und ein Flachs, leck mich. Eh alle Giftsäcke von mir. Mann, ich muss jetzt wirklich, ich muss Haushaltssachen erledigen. Du, wir laufen jetzt nur noch 1000 Meter zu unserem Ziel und dann ist fertig, komm jetzt. Okay. Aber wann sieht man denn das tödliche Miasma? Das ist rot auf der Karte markiert. Ja, sind wir da jetzt nicht schon wieder drin gerade? Nein, sind wir nicht. Ah doch. Wir müssen weiter rechts laufen. Links an der Wand ist das tödliche Miasma. Geil Damage, Mann. Darf ich dir das mal sagen? Mach erst mal Pubertät fertig. Und dann red wieder mit mir. Ich bin 19, das ist doch schon vorbei, oder nicht? Ja, bei dir anscheinend noch nicht. Also, das ist aber von Mensch zu Mensch, von Körper zu Körper. Mann, Digga, toll. Jetzt werde ich von 32-Jährigen getrashtalkt, dass ich insecure werde. Und der kleine Justus aus der Vorstadt mit dem 187er Hoodie, der in jedem Satz Yalla, Walla und Habibi sagt. Ja, genauso, welche Leute meine ich. Was ist das denn jetzt hier für ein Talk? Fühlt ihr die? Ja, ne? Die fühlt ihr doch, oder? Finde ich ganz schlimm. Solche Leute ich bin halt... Davon gibt's echt viele, Mann. Du bist in irgendwie Baden-Württemberg aufgewachsen, Bro. Davon gibt's echt viele, Rumatra. Ich bin im heftigsten Osten aufgewachsen. Du weißt nicht, wie ich hier... Digga, das ist so krass. Ich kann alles. Ich bin halb Russe. Alles, hä? Auch ich... Auf meiner Schule, ich war nur... Alle meine Freunde sind russisch. Ich darf auch. Bei mir war keiner. Also ich weiß nicht. Ich bin mehr. Ich glaube. Ich kann das besser als du. Ja, ich glaube nicht. Ich musste Russisch lernen, weil die mich immer alle beleidigt haben. Und ich habe das nicht verstanden. Ich wurde gemobbt von denen. Wir sind stuck. Wir müssen hier irgendwie raus. So am Rand entlang. Kann man hier links hochklettern oder ist dann wieder rot? Nee, das ist rot. Oder nee, kann man denn da hochklettern? Bei dir geht das da hoch? Nee, ist zu steil. Ja. Ich hab nicht mehr so viel Zeit im Miasma tatsächlich, ich hab nur 2 Minuten. Ich fuck Max jetzt ab. Was soll das denn? Komm rüber. Das war knapp, ne? Ich hab wie Tony Hawk an der Stange gegrindet, Alter. Holy shit, war das knapp. Ich schwöre, ich hätte das, wenn so Tony Hawk so immer, der ist jetzt irgendwie 50 und der ist ja immer noch am Skateboarden. Ja, das nervt mich auch. Ich habe immer einige Personen, da nervt es mich, dass sie 50 sind, auch Eminem. Tony Hawk und Eminem mit 50, das nervt. 50 Cent ist irgendwie 50. Digga, das ist so nervt. So einige Leute, da nervt das. Jedes Mal, wenn ich so ein Tony Hawk Video sehe, wie der da immer noch in die Halfpipe reinspringt, ich denke, Digga, wenn der jetzt hinfällt, dann ist es aus mit ihm. Ja. Er soll es einfach lassen. Du oder ich? Du, ich hab den nicht angegriffen. Ich bin auch effektiv gegen die Dinger mit meinem Scheiß-Feuer hier. Bitte jetzt schnell laufen, Hier hoch, wir müssen hier hoch. So, geschafft. Dann können wir gleich die Flamme hier mitnehmen auf dem Weg, oder? Nein, wir laufen direkt zum Ziel. Nein. Wir wollten ja zum Ziel laufen, alles was... Ja, auf dem Weg. Aber wir laufen echt nicht gut, ne? Ja, wir gehen zu Bitte des Schmieds neben raus. Ja doch, Bitte des Schmieds. Wir sind raus. 1000 Meter laufen wir jetzt noch hin. Wir gehen jetzt kurz Refugium. Oh, Hilfe, Alarm. Wildschwein. Mann, ich mach keinen Damage mehr, das ist so ermüdend. Der ist tot. Lass ihn fliegen. Digga, ich weiß nicht, ich drück einmal und er macht nochmal richtige Combo auf ihn. Er ist tot. Lass ihn ruhen. Was leuchtet da oben so grün? Meine Alexa. Io, Giftspinne. Io. Io, Digga, bitte, sagt er. Alexa, stopp! Digga, was soll die Scheiße denn? Hast du uns auf laut? Alexa? Leuchtet die dann? Nein, Digga, willst du sagen, hier Dings, sag meine Adresse. Alexa! Oder was? Alexa, ja? Lautstärke 10. Ja. Alexa, spiel Musik. Um 23 Uhr kann er auch mal hitten. Alexa, spiel Despacito. Was ist das? Was ist das? Das Digga, hörst du, das ist deine private Musik. Digga, Platz 1 auf Spotify. Das ist dein Song, Norex, ich hab dich erwischt. Ja,
Und du sagst dann Habibi und sowas und Tamam. Ah, verdammt, ich und hört das dann. Ich hab, das ist Song? Ich kenn den Song noch nicht mal. Was ist das? Ich hab's noch nie gehört. Digga. Alexa. Das Gute ist, der Song Alexa. Ist so unbekannt, dass wir kein Copyright Strike kriegen. Alexa! Stopp. Boah, mein Vater ist wach geworden, der sitzt heulend im Wohnzimmer wegen euch. Alle rasten mal im Chat aus. Da sind gerade so viele Alexen angegangen. Das hat so die Amazon-Aktie abstürzen lassen. Alexa, bestelle 20 Kilogramm Trockenfleisch. Darf man nicht. Alexa, shop! Und ich abgebucht. Mach. Oh, zack, und Vater ist im Minus. Ich hasse die Dinger, das Töten hier. Mein Vater? Hä, was ist gegen mein Vater? Die Dinger nerven, die kriegen wir nicht schießt tot, dann mal richtig schön und so ein Mattel rein, dann komm du. Alter, was ist das denn? Vorsicht, nicht wieder looten gehen, weil der ist giftig noch. Nimm den Flammenlachs hier mit, zack. Boah, es kommt noch Schneegebiet auch noch, krass, ne? Und wahrscheinlich kommt noch so ein Lavagebiet und so. Aber es ist so, als Survival Games so einfach zu machen eigentlich. Sumatra. Was denn? Gib mir 100 Millionen. Ich vermisse so sehr die Stadt, Alter. Ich fahre den ganzen Tag nur Landstraße von A nach B. Wieso? Ja, es nervt. Ich, Digga, mit dem Porsche dachte, ist das Geilste. Ja, das ist echt ziemlich geil. Ja, heute war mal gutes Wetter, aber sonst fahre ich immer mit VW ab. Und der Akku ist immer leer. Ich kann ja noch nicht mal laden. Ich komme gerade nur noch 12 Kilometer mit meinem ab, Mann. Oh. Ich kann nirgendwo hier laden. Nirgendwo. Ein Elektroauto, ohne dass du zu Hause laden kannst, ist die dümmste Anschaffung deines Lebens. Das Allerschlimmste. Lass hier lang, hier ist der Hauptweg. Ah, ne, da geht's wieder ins Rote. Ja. Doch, wir müssen doch runter. Wir müssen runter nochmal. Hier ist vorbei, wir müssen runter. Umdrehen. Schnell, bevor wir jetzt zu viel Zeit verschwinden. Let's go. Oder wollen wir hier kurz links rein? Digga, meine Mutter hat gekocht und so. Ich werde es nicht zu ihr schaffen. Ich muss absagen. Oh, hier ist so ein Tor. Ja, lass da mal ins Tor rein. Nein, ey. Okay, ich würde alles. Nurex! Was würde Nora Explorer jetzt machen? Digga, meine Mutter verliert jetzt nicht nur ihren Tag, sondern auch, keine Ahnung, in Polen ihren Sohn. Nein, du darfst eh nicht mit. Warum darf ich nicht mit? Willst du noch mit? Muss ich jetzt halt klären. Ja, ich kläre das. Du musst dir einen Schlafplatz und Ausrüstung besorgen. Hä, schlafen wir nicht alle gemeinsam irgendwo? Ja klar, aber... Du bringst dich am Ende bei so einer Gastfamilie unter, Digga. Digga, wir sind irgendwo, nirgendwo im größten ländlichen Kaff in Polen. Ja, aber wir schlafen bestimmt alle im gleichen Raumdorf, episch. Ja, natürlich tun wir das, aber da müssen wir Bettzeug und so eine Scheiße für dich holen. Und da ein Bett hinbringen lassen, Klappscheißding. Ich sag ehrlich, so ein Militärklappbett. Ja, ich würde mit dir in einem Bett schlafen, wenn es sein muss. Ja, das muss doch gar nicht Not sein. Mann, sag doch einfach, dass du Bett brauchst, dann besorge ich dir eins. Nee, wir schlafen, wir müssen in einem Bett, glaube ich, schlafen. Wir müssen kuscheln, weil es so kalt ist. Das ist doch scheiße. Da musst du jetzt durch, das gehört zu der Experience dazu. Ja, Metallschrott hier. Mann, aber das Ding ist, das ist so ein richtiges Hardcore-Erlebnis und wir sind so eine Trolltruppe. Ich weiß nicht, ob ich da ernst bleiben kann. Das ist ja das Witzige. Wenn Niki Stemmler mich anschmunzelt, kannst du ja Scheiße labern. Mann, ich darf so keine Scheiße labern. Ich sterbe einfach, weil ich meine Leber nicht zuhalte und dann friere ich einfach eiskalt vor. Niere ist es. Ja. Muss man da die ganze Zeit die Hand drauf halten? Ja, die Unterarme so. Oh, die sind Fallen, oder nicht? Ja, sind's. Die sind aus. Ja, warum sind die aus? Waren wir hier schon mal? Nee. Warte, laufen wir. Aber wie sieht die Unterhose aus? Ist das so eine richtig kurze oder so eine normale Boxer, so eine große? Badehose. Ich hab das bei einem nachdem ich darüber geredet hatte, wurde mir direkt das Bild vorgeschlagen von dem einen Fußballer, der das gemacht hat. Ich hab aber André Schürrle. André Schürrle, genau, der hat das gerade schon wieder gemacht, zum zweiten Mal. Ach, dann war das von dem zweiten Mal wahrscheinlich sogar. Mhm. Da hat auch die Presse drüber berichtet. Weil das sah crazy aus tatsächlich. Ja, Bart die Presse, komplett zu. Denkst du, die Presse berichtet doch über uns? Glaub ich nicht. Fick mal André Schürrle, Digga. Wie alt ist André Schürrle? Aber Digga. Hat er gerade nicht noch gespielt? 30 oder so. Ist krass, wie viel Norex so einmal tanken kann, jetzt wo er ein bisschen richtiges Skill hat und so, ne? Ja, jetzt auf einmal, es ist krass, wie ich auf einmal mitspielen darf. Du machst das echt richtig gut, Junge. Die haben auch Akku auf dir. Ja, die haben du hältst dieses lila eine Kupferschild hin und die sterben alle. Warte, ich schieß das mal kaputt oben. Ups. Doppelsprung hoch. Hab keinen Doppelsprung, du bist raus. Mein Gott, WLAN, Welt aus Bonn. Bald nicht mehr, weil er die Wohnung verliert. Oh, warte, Max. Rate mal, der hat die Wohnung ja gekündigt uns. Und es waren schon neue Leute da zum Besichtigen. Wir haben 1600 Euro Miete gezahlt, okay? Wie viel hat er jetzt von den anderen verlangt? Boah.
2400. Ist richtig. Gut geschätzt, Alter. Kein Problem. 2400. Wie respektlos. Das ist überrespektlos, oder? Deswegen hat er sich auch rausgeschmissen. Deswegen da war keine Lärmbelästigung. Ja, ja, der kann die Miete nicht erhöhen auf einen Schlag. Das ist krank. Oder der verlangt einfach 800 Euro in der Miete auf einmal. Das finde ich so verrückt, ne? Ja, geht das nicht an? Ist das schon an? Ich bin so dumm irgendwie. Digga, Max, wirklich. Oh, was drin? 13, 13, 13, alles scheiße. Ja, schade. So, aber ich muss mal hier weg. Hier ist Low-Level scheiße. Hier ist Low-Level. Du kannst doch nicht jetzt... Doch, ja. Ich muss so sehr weg, wir gehen jetzt, Digga, nur noch zu diesem Scheiß-Ding. Komm, wir gehen hier raus, Romata. Wir gehen weg, komm. Mein Gott. Sicher? Das hier war dumm. Das ist hier Low-Level. Das ist Level 13. Wir machen nur Level 15 plus. Wir leveln nicht und wir kriegen keine gute Ausrüstung. Okay, lass aber kurz... Ich habe jetzt hier die... Benötigt Dietrich, habe ich nicht. Tschüss. Hä, geht das nicht? Das war ein scheiß Dungeon, leider. Ich weiß, warum die Fallen hier aus sind. Das macht irgendwie noch unheimlicher. Sind die ein Licht angemacht. Sind polnische Ärzte gut? Hey, hier unten ist das andere, aber ich weiß nicht, Ja? Ich weiß nicht, wie das geht. Also entweder machst du es jetzt innerhalb von 30 Sekunden an, oder wir gehen woanders hin. Okay, jetzt 10, 9, guck mal, ich sehe das ja hier. Irgendwie geht's nicht. Okay. Wir müssen zum Schmied. Nur noch 760 Meter. Komm raus, Romata. Komm. Wir brauchen dich. Ja, ich komm raus. Scheiße. Du machst echt guten Damage. Selbst wenn, da kann nichts Gutes in der Truppe, drin sein, weil das hier Level 13 ist alles. Hast recht, hast recht. Wir hätten hier früher herkommen müssen. Wie seid ihr wieder hochgekommen? Mit meinem Bein. Und jetzt mussten wir rechts rumlaufen, ne? Ist schon aus. Ach, scheiße. Ja, wir müssen andersrum. Genau, genau. Wir müssen so, dass der Berg links von uns ist. Die Jugendlichen von heute können nicht mal 15 Stunden durchzocken. Das nervt einfach, schreibt hier einer. Egal, ich habe mal Termine, Junge. Ich muss halt. Ich bin ja auch noch nebenbei Geschäftsmann. Termine. Mein Gott, Digga, Wieland, bitte. Nur weil du. Nee, ich finde keine Worte mehr zu dir. Halt deine Fresse. Das ist so überall Giftsäcke rum. Nee, geil. Aber ich bring dir nichts. Ja, was? Nee, nee, ich hab keinen Bock auf dieses zusammen, bringt nichts mit euch. Das ist echt sad. Es ist einfach krass. Du brauchst auf jeden Fall mehr Zockfleisch. Ja, du musst dir das antrainieren. Digga, no joke, ich hab Craft Attack euch so krass alle gegen die Wand gezockt. Ihr checkt nicht, wie ich euch weggezockt hab. Ich hab so viel Spielzeit wie ihr beide zusammen, 100%. Kann gut sein. Ja, seid ihr still. Aber bringt ja nichts. Wieso bringt das nichts? Kommen wir hier irgendwie hoch? Was ist der Weg? Sind wir hier schon mal lang? Sind wir schon mal außenrum lang gelaufen? Warum streamt Norax nicht? Der hat Angst, dass sein Average-Zuschauer runtergehen. Deswegen kann der das Stream nicht anmachen. Ja, wir müssen jetzt hier aber rechts rum. Wir müssen jetzt hier rechts rum. Ich sehe seit 10 Minuten immer die gleichen Gegenstände. Können wir das Rigfugio noch schnell mitnehmen? Ja, lass da rein. Waren wir schon. Ja, aber waren wir alle 20 drin, Minuten oder? Resettet das doch, oder nicht? Wir haben doch keine Minuten. Bumm! Echt jetzt? Nein. Zack. Hast du nochmal zwei Flammen bekommen, oder was? Bisher wird mir nichts angezeigt. Muss ich irgendwie E drücken? Rucksack? Ich habe keine bekommen, leider. Aber schade. Es hat sich aktiviert. Weiter geht's. Sieht echt cool aus, das Game. Auf welcher Engine ist das Game eigentlich? Auf einer, wo das eigentlich gar nicht möglich ist, dass das Game so gut ist. Echt? Mhm, irgendeine veraltete Scheiß-Engine. V8. Wir kommen jetzt Level 11er. Ist von Süden nach Norden, werden die Gegner stärker? Ich glaube, wir nach sind, Osten, einfach, die gar nicht wir sind stärker. Einfach gerade nach... Oh, hier ist ein Weg, glaube ich, Romata, komm her. Ja, zeig mal. Ja, hier geht's durch. Sicher? Ah ja, das stimmt. Ja, wir können ja eigentlich auch durchlaufen, ne? Also, wenn die alle so scheiße sind, die Mobs, und so schwach. Obwohl, eigentlich sind halt viele jetzt, ne? Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter halt, hinter halt! Ja, es sind ganz viele hinter uns gesprungen. Das ist halt so, das macht halt als... Renn nach hinten. Digga, ich wurde so genau. Ich weiß nicht, was da passiert ist gerade. Du bist tot?
Ja, ich wurde auf einmal stand 8 in mir. Oh. Ja, das war's. Ich bin raus, wir haben es probiert. Lass noch leben, lass noch wenigstens recovern, was wir verloren haben. Komm. Ich hatte nichts. Das ist GG. Das ist gelogen, dass du nichts hattest. Das ist ein Low-Mobs, können wir einfach durchsprinten. Die haben uns so auseinandergenommen. Die haben uns echt auseinandergenommen. Aber ich finde geil, dass das so ist, muss ich sagen. Sonst wär auch ein bisschen langweilig. Das findest du eigentlich immer alles geil, Wieland. Nee, es gibt Sachen, die ich nicht geil finde. Was zum Beispiel? Dich. Tomato, wir müssen wirklich klären, wann wir unseren Satisfactory-Stream machen, ne? Das müssen wir klären, ja. Aber wann hast du Zeit? Also ich habe jetzt eigentlich... Ja, März. Habe ich ja Haartransplantation, da muss ich alle Termine absagen, weil ich da nur chillen kann. Ich habe keine Ausdauer, wieso nicht? Wann im März? Anfang März. Anfang März ist, glaube ich, sogar geil. Das ist vor der Gamescom-Bahn. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe keine Ausdauer, ich kann nichts machen. Ich kann den nicht besiegen, den Level 11er. Ich recover du meine Sachen. Ich kann ihn nicht recovern. Gut, dann sind die Sachen weg. Und ich bin sauer. Zurück zum Desktop, das geht nicht. Was? So, das war ein guter Zock. Den Endgegner toll gelegt. Danach war Arsch. Du baust unsere Base um, Rumatra, solange ich weg bin. Mhm. Machst uns mehr cozy, dass wir diesen 20 Minuten Ausgeruht-Buff bekommen, der ultra stark ist. Deal. Und pflanzt ein paar Tomaten für deine Pfeile an. Ja, wir können ja die eine Base als unsere Farm-Base behalten. Ja, können wir echt. Das ist doch krass, oder? Dann können wir auf der anderen. Aber man kann Farm auch echt schnell neu aufbauen. Ja, kann aber die sehen echt scheiße hässlich aus, ne, wenn man die im großen Stil baut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Tschüss. Ich bin Jan React. Tschüss.